Radio Okito. Radio Okito. Von Mensch zu Mensch. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen interessanten Sendung auf Radio Okitalk. An diesem wunderschönen Samstagabend, den 3. August 2019 in Salzburg, senden wir vom Fuße des Untersberges über den Äther nach euch zu Hause. Heute ist es mir ein großes Bedürfnis, die heutige Sendung leiten zu dürfen, da wir uns Gedanken zum Wohle unserer Kinder machen werden. Und ach ja, ich bin der Roman Michael Reuter und zusammen haben wir heute wieder auf den Bürgerradiosender Okitalk die Gelegenheit, ein wichtiges Thema zu behandeln, die in unserer Gesellschaft uns alle etwas angehen sollte. Genau, denn bei Okitalk kann man sich allen Themen annehmen, die für den Fortschritt, Wohlstand, der Gerechtigkeit und Gleichberechtigung des Menschen betreffen. Ja, und auch die Kunst, Freude und Musik kommt bei uns nicht zu kurz. Aber wenn sie halt den Richtlinien der Menschenrechte entsprechen, also nicht gegen Ethnien, Geschlechter und Religionen unlauter gehetzt oder zur Gewalt aufgerufen wird und jeder eigenverantwortlich dafür einstehen kann, was er uns mitzuteilen hat, ist Radio Okitalk, die uns Klaus hier ermöglicht, der perfekte Platz. Und dafür habe ich heute einen Gast mitgebracht, der uns seine Erfahrungen aus seiner Kindheit erzählen möchte, also wie er als Heimkind aufwachsen musste. Ja, okay, dann sage ich jetzt mal Hallo Günther, herzlich willkommen bei Radio Okitalk und danke, dass du dir heute Zeit für uns genommen hast. Hallo zusammen und danke auch für diese herzliche Einladung. Aber gerne doch. Du Günther, bevor wir aber jetzt anfangen, muss ja ein bisschen bürokratisch leider werden. Wir müssen mir ein bisschen absichern, wir haben ja diese neuen Datenrechts- und Schutzverordnungen. Und da muss ich dir einfach mal profan einfach fragen, ob du eben damit einverstanden bist, dass wir diese Sendung hier heute live übertragen und auch nachträglich zum Download oder eben Nachhören auf unseren Okitalk-Archiven laden dürfen. Ja, und du heute natürlich für deine Worte eigenverantwortlich einstehen kannst und wirst. Das ist ganz okay und das ist ganz richtig. Gut, das kann man machen sowieso. Danke, dass du es verstehst, dass ich das jetzt mal so frage. Klingt recht blöd, aber es sind schwierige Zeiten für uns Journalisten und Medientreibenden und man wird ein bisschen genötigt, sich da ein bisschen abzusichern. Genau. Ja, fangen wir jetzt einfach heute mal so an. Wir haben ja heute das Thema mitgebracht, Kinderheimgedanken sind keine Kindheitsgedanken. Das ist einfach mal ein großer, profaner Aufhänger, ja. Wir haben ja erwähnt, du bist als Kind nicht bei Eltern groß geworden, sondern du hast in einem Kinderheim aufwachsen müssen. Und vielleicht fangen wir einfach mal nur, dass wir das Thema ein bisschen verstehen am Anfang, mal grob zum Umreißen an, ja. Dass wir mal ein paar Stichwörter, so Daten und Orte mal ganz kurz nur eingehen. Wann hat das angefangen, dass du dein Elternhaus verlassen hast müssen? Wo waren dann deine Stationen? Und ja, wie alt bist du dann eigentlich dann wirklich gewesen, dass du dann als Erwachsener eigenständig leben hast dürfen oder müssen? Oder? Die drei Stationen, was ich jetzt so beschreibe, die sind ganz kurz genannt. Erste Station, SOS-Kinderdorf in der Hinterbrühl, das ist in der Nähe von Wien. Zweite Station, Pro Juventute Kinderdorf. Und dritte Station eben mit 19 oder fast 19, dann Salzburg. An der Hinterbrühl habe ich sehr wenig Erinnerung, außer dass ich dort erste und zweite Klasse Volksschule gemacht habe und auch mit meinen Schwestern und mit meinen Brüdern aufgewachsen bin, bis zu dem Zeitpunkt. Als wir dann getrennt worden sind von den Schwestern, kamen wir in die Steiermark. Alle Buben, also der Siegfried und der Reinhold, meine richtigen Brüder. Dort gab es ein Viererhaus, also vier Häuser in Reihe gestanden. Aha. Und im ersten Haus war dann eben der Reinhold untergebracht, im zweiten Haus war der Siegfried untergebracht und im dritten war ich untergebracht. Alles, was passierte, war schlecht oder war gut, das lassen wir jetzt einfach mal dahingestellt. Jedes Kind empfindet vieles anders. Aber wir wurden getrennt. Und wir durften uns auch nicht so sehen, dass ich einfach dort anläuten würde und sagen, ich gehe jetzt zum Siegfried, ist das okay? Das wurde auch absolut
Also der Bond, also die geschwisterlichen Kontakte sind dann... Man hat sich gesehen, wenn man zur Schule gegangen ist. Wir hatten gut 35 Minuten zur Schule. Und das war eigentlich da beim Heimgehen genauso das Gleiche. Man hat sich ausgetauscht, aber das war eigentlich... Außer man traf sich zum Fußball. Reinhold und Siegfried waren eben nicht so fußballbegeistert wie ich. Deswegen okay, aber gehen wir mal noch nicht ganz in die Tiefe. Das machen wir dann eh noch genau. Ja. Also dass der Zuhörer sich mal ein grobes Bild von dir machen kann. Also du warst also sozusagen dann nach der Trennung in zwei SOS-Kinderdorfheimen untergebracht. Das war von Rottenmann, gell? Ja, bitte aber nur ein SOS-Kinderdorf, das war in der Hinterbrühl, das war SOS. Mhm. Und in Rottenmann war eben Pro Juventute. Okay. Und wann, wie alt warst du dann, dass du dann von Kinderheim abgenabelt wurdest? Ich war fast 19. Ich wurde nicht abgenabelt, so wie man die Lehre normal fertig macht, die Prüfung macht und dann sich verabschiedet aus dem Leben des Kinderdorfs und dann wieder in das eigene Leben zu steigen, sondern ich war fast 19 und ich habe meine Lehre abgebrochen und deswegen wurde ich auch mit Schimpf und Schande, du wirst ewig ein Hilfsarbeiter bleiben, so verabschiedet. Das war das Letzte, was ich gehört habe von ihm. Ich dachte mir nur, kannst du reden, was du willst. Ich habe jetzt so viele Jahre hier mit dir unter einem Dach leben müssen und es hat nie ein gutes Wort, nie eine Fragestellung, wie geht es dir, nie eine Fragestellung, kann ich dir was helfen? Was kann ich erwarten? Kein gutes Omen für die Zukunft. Also man merkt schon raus einfach, das ist keine schöne Zeit jetzt einmal gewesen, schon merkt man schon schön am Anfang raus. Und da frage ich mich dann, wenn man so als Kind in dem Moment, man, du hast schon gesagt, das von der Anfangszeit ist ein bisschen verschwommen, da warst du ein bisschen zu jung. Aber kannst du ein bisschen was Bruchstücke vielleicht uns erzählen, wie das ist, wenn man gerade frisch getrennt wird von Elternheim und dann entfremdet da in diesen Heimen landet? Wie gewöhnt man sich da ein? Wird dann das ein bisschen ermöglicht mit gewissen Praktiken von den Heimeltern, Leitern, wie man das auch immer nennt? Und wie lange hat das bei dir ungefähr gedauert, dass du dann akzeptiert hast, dass du jetzt in einem Heim leben musst? Die Akzeptanz darüber wurde mir erst Monate später klar, wo ich jetzt wirklich gelandet bin. Ich konnte das am Anfang ja gar nicht zuordnen. Wir wurden einfach in einen Zug gesetzt, wir fuhren von Wien nach Rottenmann eben und dann waren wir da und lauter neue Gesichter, lauter neue Gerüche, lauter neue Gegebenheiten. Man konnte sich nicht so anfreunden. Es hat seine Zeit gedauert und hat aber eigentlich relativ gut dann funktioniert. Wir waren eine große Familie untereinander, aber eine große Familie ohne Eltern. Ja, genau. Also es ist klar, das braucht, es ist logisch, ja klar, dass man da Zeit braucht zum Eingewöhnen, aber es ist nicht wirklich oder doch von seitens dieser Zieheltern dann, hat man da irgendwelche Taktiken benutzt, damit das Kind sich wohlfühlt oder wird man da einfach gesagt, da ist dein Bett und mach mit oder... Oder wie ist das? Ich habe da ein bisschen Einfühlungsgewalt, Praktik da auf die Kinder oder ist Ihnen das wurscht? Das bisschen Einfühlungsvermögen, wenn man so nennen will, das hatte ich in der ersten Nacht. In der ersten Nacht. Aber das ist ein Kulturschock für ein Kind. Das muss man ja. Ich war da in einer fremden Umgebung, wie gesagt, in einem neuen Bett und so weiter, neue Menschen um mich, neue Kinder und. Mein Kopf hat ein bisschen verrückt gespielt, ist klar, da muss er das erst verarbeiten, verdauen. Irgendwann in der Nacht muss ich bitterböse geweint haben, dann stand plötzlich meine neue Kinderdorfmutter neben mir, hat mich besänftigt, beruhigt, was ja auch gelungen ist, ich bin dann wieder eingeschlafen. Das war eigentlich die einzige Möglichkeit, die einzige Art, was ich mich erinnern kann, dass mir jemand von einem Elternteil irgendwie Trost und vielleicht auch Mut zugesprochen hätte. Mhm. Das war das einzige Mal, wo ich mich erinnern kann. Ansonsten, ich kann mich nicht erinnern. Hey, ich hab dich lieb. Hey, wie geht's in der Schule? Hey. Oder schau, das ist der Max, der Fritz, die spielen das und dort und... Na gut, ich war vielleicht zugänglicher für das und deswegen hat sich das auch dann in geraumer Zeit irgendwie ergeben. Man hat dann schon zueinander gefunden. Mhm. Na, da sind die Kinder ja nicht so streng miteinander unter sich. Ja. Ja. Und dann natürlich eben dieser Wechsel, was wir hatten von Kinderdorfeltern, weil so viel geschlagen wurde.
Und natürlich immer wieder der Vorwurf als Betroffener, immer wieder der Vorwurf als Betroffener, der nie etwas sagen darf, aber immer im Hinterköpfchen, immer im Gesamtbewusstsein drinnen, hey, die haben zwei eigene Kinder. Die ersten Eltern hatten auch zwei eigene Kinder. Die hatten eine Tochter, das war die Magdalena, und der zweite, das war der Klaus. Dort gab es schon diese Bevorzugung gegenüber den anderen Kindern. Als der Elternwechsel vorbei war, kamen auch wieder Eltern, hatten auch zwei Kinder, zwei Buben, Herbert und Manfred, und wieder diese Bevormundung. Also das hat sich wie ein langer Kaugummi durchgezogen, all die Jahre. Ne? Okay, Günther, dann Bitte. können wir ja jetzt nachher eigentlich gleich zu dem Teil einmal übergehen, wie es der Tagesablauf im Generellen auch war, dass sich die Leute vorstellen können, wie schaut der komplette Tag von so einem Heimkind aus. Dazu möchte ich vielleicht jetzt noch vorher noch erwähnen, ist ja heute meine erste Sendung nicht als Co-Moderator, sondern als Hauptmoderator. Und ich werde mir jetzt dann eine Strichliste zulegen, damit ich abchecken kann, was alles notwendig ist, wenn man Sendung macht. Denn mir ist ein Hoppala passiert. Ich habe die ersten 10 Minuten nicht auf Record gedrückt. Wir waren schon live auf Sendung, aber leider nicht auf Aufnahme. Darum das, was ihr bis jetzt gehört hattet, ist eine nachträgliche Aufnahme gleich kurz nach der Live-Sendung, um den Anfang wieder reinschneiden zu können. Also das, was ihr jetzt gehört habt, ist so ziemlich, hoffen wir heute, das gleiche, was wir am Anfang präsentiert haben. Falls wir jetzt ein paar Verdoppelungen haben, also Gespräche, was jetzt nachträglich kommen, dann liegt es nur daran, dass wir nicht genau gewusst haben, vielleicht, was wir am Anfang gesprochen haben. Aber summarum haben wir jetzt den Anfang genauso wiedergegeben, wie er heute live war. Und jetzt geht's weiter mit der ersten Live-Aufnahme. Also, ich verspreche euch, das nächste Mal werde ich von Anfang an auf Record drücken. Die ersten 10 Minuten haben gefehlt und ihr habt sie jetzt nachträglich jetzt gehört. Und jetzt geht's wieder mit dem echten Live-Programm weiter. In Hinterbrühl war ich zu jung, um vieles zu verstehen. Deswegen der Leichtsinn in mein Leben. Der Tagesablauf war so, ich kann mich in Hinterbrühl nicht mehr so richtig erinnern. Ich ging erste und zweite Klasse Volksschule dort und kam mit der dritten und vierten schon in die Steiermark. Aber so der Tagesablauf, 6 Uhr wecken, Zähne putzen, anziehen, Bett machen, Zimmer zusammenräumen, aufdecken für das Frühstück. Um 7 Uhr kommt das Caritas-Mädchen. Um 7 Uhr wurde gefrühstückt. Es wurde vor dem Essen gebetet, dann gefrühstückt zusammen. Um 7:15 war das Frühstück beendet. Es wurde der Tisch gesäubert, die Tassen, Bestecke wurden in die Küche getragen, dort wurde das gewaschen, händisch, und dann zusammenkehren, die Sesseln auf den Tisch zu stellen und dann eben 5 Minuten vor 7:30 oder kurz vor 7:30 fertig machen, anziehen, zur Schule zu gehen. Wir hatten so circa 2,5 Kilometer zu Fuß zur Schule. 8 Uhr war Schulbeginn. Ne? Dann eben der Unterricht, kommst du nach Hause. Unterschiedliche Heimkehrzeiten von den Schülern, unterschiedliche Schulstufen. Wie war denn die Altersdifferenz von Jüngsten zum Ältesten? Wir hatten einen kleinen Jungen, der hieß Hardy. Er kam mit circa 2,5 Jahren zu uns. Und ich war damals schon so 12, 13. Und der Älteste? Das war wohl dann der Toni zum Beispiel, welcher schon in die Lehre ging. Also es Okay, war eine Spanne also. von bis, So, ja. dadurch ist der Tagesablauf in der Schule natürlich sehr unterschiedlich von Kind zu Kind. Da Ist müssen sich klar, dann ja. die Heimeltern natürlich dementsprechend verschieden einstellen. Ich spreche einfach mal nur von deinen Erlebnissen. Ja, dann kamst du nach Hause, entweder mal um 1 oder mal erst um 2:45. Und dann war ja das, wo wir gefrühstückt hatten, dieser Raum war ja schon besetzt von all den Kindern, die was Aufgaben machten. Deswegen heimkommen,
Grüß Gott sagen, in die Küche gesetzt, gegessen, selber in den Aufenthaltsraum gesetzt und Aufgabe gemacht. Naja, und eben abends gewisse Zeit schlafen gehen. Ne? Und was hast du Aufgaben gemacht? Also wir haben uns ja natürlich, weil wir auch Freunde sind, auch schon ein bisschen unterhalten. Du bist ja sozusagen, man kann nicht sagen Bauernhof aufgewachsen, aber ihr habt schon auch so eine Art Landwirtschaft gehabt, oder? Nein, Landwirtschaft war bei uns nicht. Wir hatten schon beim Haus bei große Grünfläche, was auch dann zweimal, dreimal im Sommer dann gemäht wurde. Aber so direkt Landwirtschaft nicht. Der Kinderdorfvater hatte seinen Vater irgendwie weiter entfernt, so keine Ahnung, 30 Kilometer, eine Landwirtschaft. Da waren wir auch einmal dort, aber bei uns im Kinderdorf gab es keine Landwirtschaft. Ne? Okay, weil so mein Vorgespräch, da habe ich auch gehört, aber es hat schon auch öfters bei so gewissen, sagen wir mal, Arbeitseinsätzen eingesetzt worden, oder? Das ist richtig, wir wurden einfach einmal ins Auto verfrachtet. Fuhren in die Gatschen Quick, hieß das, kleine Ortschaft. Ja, da waren wir den ganzen Tag unterwegs, Birnen glauben, Äpfel glauben. Ne? Sei es jetzt, wir wussten nicht, für was das war, sei es jetzt die Ernte reinzubringen oder irgendwie einen Apfelsaft zu pressen, was der dann gemacht hat, damit weiß ich nicht. Aber wir waren einmal, das weiß ich, weil ich selbst dabei war, einmal richtig 8 Stunden im Einsatz. Ne? Und habt ihr jeden Tag eine gewisse Zeit auch gehabt, nur für euch, da wo ihr für sich einfach miteinander spielen habt können, auch frei in der Entscheidung bei der Spielwahl. Wie viel Zeit habt ihr am Tag wirklich Freizeit gehabt und auch freie Entscheidungskraft zur Wahl der Gestaltung dieser Zeit? Ja, die Gestaltung der Zeit ist schon uns, wie sage ich, zugeordnet gewesen, aber da gab es natürlich einige Punkte. War der Lernerfolg in der Schule nicht so gut, hattest du Hausarrest, durftest irgendwie lernen, blöderweise Gedichte oder so. Wenn alles irgendwie gepasst hat und es war niemand da, der was über irgendetwas gelästert hat, dann ging man schon noch abends raus, um eine kleine Stunde oder so ein bisschen Fußball zu spielen, aber irgendwann um 7 Uhr war der Schluss, gell? Rein, waschen, schlafen. Und da gab's nichts irgendwie, hey, wie war dein Tag, hey, gibt's irgendwas Neues, hey, nein, da kam nichts. Dann wenn du zum Beispiel einmal gesagt hast, ja, lieber Heimpapa, ich möchte jetzt gern, sagen wir mal, Fußball spielen oder ich möchte jetzt gern zeichnen und malen. Und hast du das dann auch oft gewertet, den Punkt, wenn du brav und gut in der Schule warst? Oder waren da mehr auf Gruppenaktivitäten auch in der Freizeit gestaltet? Also hast du was für dich alleine auch machen können? Oder war da, haben die eher geschaut, dass ihr etwas vorgegeben kriegt habt als Freizeitgestaltung? Na, ich sage mal so. Fernsehen war nicht seinerzeit einmal, das ist ganz klar, da musste etwas anderes her. Ja, okay, das war auch eine Zeit, da war Fernsehen ja sowieso auch, da hat es nur noch Schwarz-Weiß-Fernsehen einmal gegeben, man muss so ja auch sagen, es, ja. Du bist ja auch schon in einer älteren Generation. Ja, also es gab keine 24 ja. Stunden rund um die Uhr, also gab es mal eine Sendezeit von 2 bis 3 Stunden täglich, oder, anfangs. Und ach, dann, schon 2, 3 Stunden täglich auch? Okay. Ja, irgendwie von 5 bis 7 und dann war es eh wieder vorbei. Aber das war dann eigentlich nicht so zielführend. Uns war es am liebsten draußen, Tischtennis zu spielen oder auch eben das Wichtigste, Fußball zu spielen. Bei gelegentlichen Sachen ging alles gut, bei weniger guten Sachen für mich eben gab es, wie gesagt, Hausarrest oder dies oder jenes zu machen, Schuhe zu putzen, während draußen 30 Grad sind oder irgendwie Straftaten, die was zu erfüllen wurden von meiner Seite. Also nicht nur Kinder mit Eltern, auch Heimkinder haben hier und da ein bisschen Lausbub-Gedanken. Natürlich, ja. Sonst wären wir kein Lausbub einfach. Gell? Hey, ich denke mir nicht so, ich habe schon öfters mit Heimkindern Begegnungen gehabt, aber eher mehr noch, wenn sie Heimkinder waren, sollten dann als Erwachsener. Und wenn ich die Kinder, was noch in den Heim drinnen leben haben dürfen müssen, wie auch immer, es waren immer so recht in sich geschlossene Kinder. Also sie haben immer bei mir lang gebraucht, bis sie aus sich rausgekommen sind. Sie waren also sehr schüchtern, außerordentlich schüchtern. Das ist mir schon aufgefallen, dass da Heimkinder mehr schüchterner sind.
Da habe ich immer oft gedacht, warum ist das so? Weil die Heimeltern selbst haben äußerlich so eigentlich recht nett gewirkt und alles. Aber mir ist eher so vorkommen, sie vom gesellschaftlichen Leben sind diese Kinder ein bisschen sehr ausgeschlossen. Und darum mehr schüchterner in der Außenwelt hin. Wie ist es so mit den Mitschülern? Du bist in einer offenen Schule gegangen, oder? Du hast da keine Privatlehrer gehabt. Du hast ja Schüler, Mitschüler gehabt, die was dann nach Hause gegangen sind. Wie ist da, habt ihr da auch normale Freundschaften gepflegt, oder ist das schon fast wie eine, nennen wir es mal, Berliner Mauer da gewesen, oder gibt es da was dazwischen? Es gab funkenweise etwas dazwischen, aber es war gut ausgedrückt, die sogenannte Berliner Mauer. Mir als Personen, also zumindest meiner Person ist es so gegangen. Ich kann ja nicht reinsehen in verschiedene Menschen, was mich da umgeben, aber für meine Person war es so, wir waren irgendwie die Ausgeschlossenen, wir waren irgendwie die, was immer schuld sind, wir waren immer die, was negativ sind. Wir wurden geschimpft, wo wir erwischt wurden. Und deswegen kam auch die Aussätzigkeit. So habe ich das gefühlt. Ganz am Anfang in der dritten, vierten Klasse Volksschule war es einfach so, man kommt in eine Klasse, da sind 35 Schüler da und plötzlich bist du dann Nummer 36, oder? Und du kennst jetzt keinen. Das warst du ganz alleinig in dieser. Ganz genau. Die Lehrerin, die Alice hat mich ganz kurz vorgestellt, teilte mir einen Platz zu, dort wollte ich ganz bestimmt nicht sitzen und genau dort kam ich aber zum Sitzen und von den ersten Moment an war die Abneigung da. Das hat man gespürt, ich als Kind besonders. Ist Und überhaupt kein Mitschüler auf dich zugekommen, so ein Freundschaftsangebot? Anfangs schon. Es gab da den Bernhard zum Beispiel, man hatte in der großen Pause, man hatte ein bisschen Zeit. Man spielte Quartett, Karten irgendwie, schnellsten Schiffe, schnellsten Autos, was weiß ich, was da alles gegeben hat. Und dort bahnte sich was an, aber dem wurde dann auch von Mitschülern gedroht, lass den in Ruhe, der gehört uns so quasi und der hat sich auch zurückgezogen und dann war die Freundschaft eigentlich, bevor sie begonnen hat, schon wieder beendet. Und statt der Freundschaft war eben der ewig, ewig Konkurrenzkampf. Ich bin der Bessere, ich hau dich nieder, ich schlag dich zusammen, was weiß ich. Und diese Kämpfe wurden dann meistens in den großen Pausen ausgetragen. Ne? Okay, man sich hier Raufereien kennen ja auch wir, wo es nicht in Heimen aufgewachsen sind. So von der Erzählung her ist es noch fast ganz gleich. Aber wie ist es doch also auch gesellschaftlich? Man hört ja so oft, wenn ich an meine Kindheit in der Schule zurückerinnert, unsere Themen in der Pause, manchmal ja im Unterricht ganz leise haben wir uns da austauscht wie, ja, hast du den Film gestern gesehen? Oder die Musik zum Beispiel, was ich gerade in der Hitparade gehört habe und alles. Oder ja, du hast gehört, der Max und der Fritz gestern haben so ein Baumhaus gebaut und ich hätte eigentlich hingehen sollen, habe aber Hausarrest gekriegt, weil ich die Hausaufgabe nicht gemacht habe. Also so. Habt ihr generell auch was, okay, der letzte Beispiel war ein bisschen falsch, auch von der Musik her und das alles, was gesellschaftliche Entwicklung bedeutet. Hast du was da mitbekommen oder bist du da eher so wie, ja, sagt man, wie ein Hinterwäldler dann groß geworden? Wir Hinterwäldler ist eigentlich treffend. Ich war sehr lange Jahre dort in diesem Kinderdorf und wenn ich ganz ehrlich sagen darf, stell dir mal vor, du bist jetzt 8 Jahre wo, 9 Jahre irgendwo in einem Haus, wo eben Kinder ohne Eltern aufwachsen. Es kam nie ein Telefonanruf, das einmal hieß, hey Günther, Telefon für dich, ein Schulkamerad hätte angerufen. Es kam nie die Anfrage, ich will dich mal besuchen kommen. Und es gab keinen Besuch für niemand. Also, als wie alles so verschlossen, so verkapselt ist, wir sind jetzt da und niemand kann rein. Das fehlt natürlich. Du hast deine Schulkameraden immer gesehen. Da gab es nur eigentlich Schläge und Haue und man musste sich ja wehren, hat man natürlich zurückgehauen, das ist ja klar. So ist das einfach in der Schule und da hat man oft den Kürzeren gezogen und wir waren irgendwie Menschen zweiter Klasse. Es ist traurig, das zu sagen, aber ich fühle das so. Vielleicht sogar dritter Wie du Klasse. sagst, zweiter, dritter Klasse, weil wenn es euch dann geprügelt habt und den Kindern geht oft noch ein so ein Lehrer dazwischen.
Habt ihr dann meistens doch dann du die Schulter bekommen, so vermute ich dann, wenn du sagst, der andere Klassentyp zu sein? Es gab sehr viele Schulzumutungen in vielen Belangen, ja. Natürlich, man zieht sich den, was man am schnellsten hat, und das sind eben die Kinderdorfschweine, so wurden Ja, bei wir den liebevoll Sündenbock. genannt, ja. Man zieht sich den herbei und schon war es geschehen, du konntest nicht A sagen, war schon das Kreuz gemacht über dich, ja. Also gespielt habt ihr eigentlich vorrangig dann nur unter euch, wo mit dem du aufgewachsen bist. Und okay, welche Spiele habt ihr denn da so gespielt? Ja, wie gesagt, es gab im Sommer natürlich die Möglichkeit, Tischtennis zu spielen. Nicht immer, weil du brauchst ja auch einen Partner. Fußball war angesagter und das war's dann eigentlich schon. Okay. Wir hatten, das muss ich noch vielleicht sagen, im Laufe der Jahre ist der dann verschwunden. Wir hatten auch noch einen Bürgerwald, so hatten wir den genannt. Dort gab es so manche Zapfenschlacht, Entschuldigung. Ja, genau, das Und machen wir alle ja, noch, gell? das war herrlich. Natürlich ist auch diese Herrlichkeit mit dem Abrodung und alles verschwunden. Also Das du warst sehr aktiv als Kind, sportlich kann man sagen. Du hast Tischtennis erwähnt, Fußball draußen im Wald. Ihr wart eigentlich viel draußen, so wie man es halt aus der alten Generation kennt. Ich bin aus 70er-Jahr-Generation, ich kenne das auch noch. Wir waren eigentlich nur draußen die ganze Zeit, da haben die Eltern einen Stress gehabt, uns wieder reinzubekommen. Heute haben die Eltern den Stress, die Kinder rauszubekommen. Ja, okay. Ja, ich kenne das halt auch noch so als Kind, dann trifft man sich mit Freunden, macht man auch so Brettspiele, Kartenspiele, Quartett hast du dann auch noch gemacht, gell? In der Schule, ja. Ja. Aber wie gesagt, der Kontakt zu den Mitschülern, der hat komplett gefehlt. Du gingst raus bei der Schule, es hat 2:30 geschlagen, der Unterricht war zu Ende, du hast dir deine Schuhe angezogen, deine Jacke genommen und bist dann ganz einen anderen Weg gegangen als wir alle anderen, weil da hast du gedacht, hoffentlich kommen wir dir nicht in den Kopf, weil da sowieso nur Blödsinn rauskommt. Man ist sogar einen Umweg gegangen, muss ich auch sagen. Den Stress vermeiden, weil wenn man dann einen Sündenbock herhalten muss, natürlich dann danach die doppelte Bestrafung kommt. Gell? Ja. Das ist, da denkt man dann schon nach, wie man wo geht. Macht man sich unsichtbar sozusagen in der Stadt. Da konnten wir ja gar nicht hin. Also es war ja Ja, nicht auf so, dem Weg dass. zur Schule meine ich einfach so. Das muss das ja. Okay, Dorf, Stadt, ja. Ja, es war doch Stadt, aber trotzdem, es war alles klein. Natürlich auf dem Weg dorthin. Wir kamen auf dem Weg aus einer ganz anderen Richtung, erst so quasi auf den Verkehrsknotenpunkt durch die Allee. Dort hat sich alles ein bisschen gestaut, man hatte irgendjemand gesehen oder auch nicht. Aber es war der Schulweg und sonst wieder, du bist nach Hause gegangen und bist links abgebogen und alle anderen sind einen anderen Weg gegangen, dann war das erledigt. Der gefährlichste Teil von der Schulweg nach Hause war natürlich die Schulallee. Dort hat man sich zusammengepasst und zusammen geprügelt auch teilweise. Da gingen viele Schlachten verloren oder gewonnen und ja, so war das einfach. Und dann kamst du nach Hause und dann wurdest du dort noch einmal gestraft, weil du dich gewehrt hast oder Genau, da möchte ich vielleicht eher eine Frage stellen, was jetzt sich in den meisten Hörern auch gerade durch den Kopf geht, weil du hast jetzt das Wort prügeln unter den Schülern erwähnt. Das ist für uns Zuhörer dann ein Triggerwort prügeln. Dann kommt man ja uns aus Außenstehenden viele Geschichten in den Kopf, wo man so hört, ja, Heimkinder werden auch oft so, ja, ungerechterweise geschlagen. Ich selbst bin nie von meiner Mutter geschlagen worden. Von meinem Erzeuger bin ich arm, habe ich einmal ein Watschen gekriegt. Das war eigentlich ungerecht, weil ich, ja, aber manchmal habe ich auch bei meinen Mitschülern erlebt, wenn sie was ganz Schlimmes angestellt haben, eine Scheiben eingeschlagen, mutwillig, dann hat einer vielleicht so Ohrfeigen manchmal nicht geschadet. Aber hast du so Erlebnisse? Nur wenn du es teilen willst, natürlich. Aber ich Ist muss klar. einfach mal fragen, keiner ist da böse, wenn du das vielleicht zu persönlich ist, aber hast du so Erlebnisse uns mitzuteilen, wo du denkst, du hast echt ungerechtfertigt da Schläge bekommen von deinen Heimerziehern? Ja, da gab es mal eine Situation. Es war Samstagnachmittag, alles war zu Hause von der Schule und alle oder einige freuten sich am Nachmittag auf irgendeinen Film zu sehen. Plötzlich hieß es Fernsehverbot. Keiner wusste warum. Also ich auf keinen Fall und derjenige in der Sache, um was es ging, der wusste sehr wohl Bescheid. Aber wie gesagt, zu dem Zeitpunkt wusste nur Fernsehverbot. Ja, warum?
weil das und das, was das und das. Es verschwand eine Tafel Schokolade. Ja. Wir saßen alle in unseren... Die Biskuit Nummer 1 für Kinder. Wir saßen in unseren Aufenthaltsraum bzw. Essensraum, alle vereint um einen großen und um einen kleinen Tisch und saßen alle stumm da. Niemand sagte was. Das Warten wurde zur Tatur, wirklich. Und ich sprang plötzlich auf und sagte, stellte mich dort in die Mitte von den Raum und habe dann gesagt, liebe Leute, habe ich gesagt, ich gehe jetzt darüber und sage, dass ich die Schokolade genommen habe. Ich weiß genau, dass ich sie nicht genommen habe und derjenige, der sie genommen hat, der weiß das auch. Aber das ist jetzt ein Blödsinn, alle sitzen wir da, nichts passiert, ich gehe jetzt darüber und wir haben ja nichts zu befürchten. So war die Ansage, wer sich meldet, der hat nichts zu befürchten. Also ging ich vollen Mutes da rein, habe was gestanden, was ich im Grunde genommen Du hast es dazu gesagt, dass du es gestohlen hättest. Genau, und habe gemeint, es passiert nichts und alle können den Film sehen und alle sind glücklich. Alle konnten den Film sehen, außer ich. Ich saß auf meinem Zimmer und musste Gedichte lernen. Alle Stunde kam er vorbei, Adolf, und prüfte mich, wie weit ich sei. Also die Strafe war dann Gedichte lernen. Dann Zum hat die, Beispiel, ja. Ist ja noch besser, als wie geschlagen zu werden. Noch. Ja, es gab sehr viele Sachen, wo wir geschlagen wurden. Und da muss ich jetzt leider auch sagen, nicht nur in einer Pause, in einer Schule, wo man sich geprügelt hat, da ging es ja relativ charmant zu. Es war Prügeleinheiten mehr oder weniger von den Kinderdorfeltern. Okay. Mehr oder weniger des Kinderdorfvaters, weil die Kinderdorfmutter, sie hat nicht geprügelt. Sie hat mich auch nie angegriffen. Aber was waren jetzt so Beispiele, aus welchen Gründen du dann prügelt worden bist? Ich bringe eine schlechte Zensur nach Hause. Natürlich, so war das früher, ich weiß nicht, wie es heute ist, wir mussten diese Zensur unterschreiben und bei der nächsten Stunde vorlegen, dass wir diese Arbeit zu Hause gezeigt haben und eben Kenntnisnahme mit der Unterschrift. Ne? Jetzt musstest du hingehen, bitte um Unterschrift, dann hat er gesehen und dann... Also wegen schlechten Zensuren, jetzt aus dem Beispiel, jetzt meine ich, wie hat so eine Züchtigung ausgeschaut, wenn du wegen schlechten Noten gekommen bist, war das ein Watschen im Gesicht oder kann man sich das vorstellen? Man kann sich das so ungefähr vorstellen, genau wie du jetzt gesagt hast, ein Watschen ins Gesicht, gehe auf dein Zimmer und warte, ich komme gleich. Dann hast du eben dort gewartet, eine halbe Stunde, 10 Minuten, keine Ahnung, wann er dann gekommen ist. Gab dir wieder irgendwelche verrückten Gedichte aufzulernen. Oder er ließ dich mitten im Sommer 30 Paar Sommerschuhe putzen. Abzukoten, einzucremen, glänzen. Ich habe es wieder reingestellt, außer sauberer. Bist du fertig, hat er gesagt. Ich sage, ja, er kommt und schaut sich die Schuhe an und sagt, das Kastel innen, wo die Schuhe drinnen stehen, ist noch schmutzig, trägt das ganze Kastel um, alles lag zerwühlt. Und das kenne ich aus der Kaserne. So ungefähr. Und dann hast du das Kastel rausgeputzt und dann hast du dort den Boden auch noch einmal gewischt, weil das könnte ja im Nachhinein kommen. Und dann hat er gesagt, unten im Keller sind noch Winterschuhe. Jetzt ging es drunter, Bergschuhe, Winterschuhe zu putzen. Also er hat dir solche Aufgaben gegeben, dass einem schlecht wird normal. Ja, das sind Züchtigungsprogramme, was man dann sozusagen aufführt. Einmal. Und gibt es noch andere Beispiele auch ich will nicht drauf rumreiten, nur wenn du nicht willst, und sag gleich nein einfach. Ja, ja. Aber von den Gewalttaten von Schlagen her, hat es noch viele Beispiele gegeben? Bist du öfters einmal in der Woche, im Monat oder alle paar Monate mal Backpfeifen gekriegt? Hat es auch mal schlimmere Züchtigungen gegeben? Wie war da die Regelmäßigkeit und Stärke? Also, ich meine, so ein Watschen kennt man auch aus normalen Eltern Angelegenheiten ja auch, was nicht immer gut sein muss natürlich. Ja. Ich erzähle mal so rund um den 5., 6. Dezember. Wie jedes Jahr gab es in der Schule die Mitteilungen, auch genannt Mahnung, dass der Schüler, da stand eben mein Name drinnen, in den Gegenständen dies, momentan ungenügelte Leistungen erbracht hat und momentan auf ein Binge steht, auf gut Deutsch gesagt. Diese Mitteilung wiederum musste zu Hause unterschrieben worden sein.
So, ich erzähle jetzt eine Geschichte, die wusste ja niemand. Die wusste ich selbst nicht, bis ich um 12:30 Uhr Mittag meine Mahnung zeigen sollte. Mhm. Wir hatten an diesem Samstag Schulbeginn 8 Uhr, in den ersten Doppelstunden, also von 8 bis 10, 2 Deutschstunden, unterrichtet durch unseren Klassenvorstand, Alfred. Wir schrieben an dem Tag eine Schularbeit, bekamen vor dieser Schularbeit diese Mahnungen ausgehändigt. Ich nahm es zur Kenntnis, ich wusste ja bereits, wo es bei mir klickt und wo es bei mir hängt, steckte es in den Umschlag des Heftes und schrieb meine Schularbeit. Nach einer gewissen Zeit hieß es, Schulaufgabe fertig, Schularbeit fertig, bitte die Hefte abgeben. Ich klappte das Heft zusammen mit der innen liegenden Mahnung und gab das ab. So, das Einzige, was ich wusste, wir wussten nicht, wann bekommen wir diese Schularbeiten zurück. Aber wir wussten, dass wir am Montag auch wieder von 8 bis 10 wieder eine Doppelstunde Deutsch hatten. Und deswegen konnte man sich ausrechnen, dass wir es am Montag zurückhaben. Ich ging nach Hause. Ich hatte total ein schlechtes Gefühl, weil ich schon eine Ahnung hatte, was wird irgendwie passieren, was kommt jetzt noch auf mich zu und hin und her. So, ich ging nach Hause. Es war Samstagmittag, alle waren da. Wir beteten und wir aßen und niemand sagte etwas von Mahnung. Mahnung ist eben, wir ermahnen sie, dass der Günther schlecht ist in der Schule zum Beispiel. Dieses Thema zu umgehen war mir sehr wichtig, aber es funktionierte nicht. Du hast ja gewusst, wie du es ansprechen sollst und hast es dann eigentlich drauf ankommen lassen müssen. Genau. Plötzlich sagte die Mutter am Tisch, wir waren noch nicht fertig mit dem Essen, ah ja, heute hat es ja Mahnungen gegeben. Und neben ihr zur Linken saß der Kinderdorfvater und der sagte, was, Mahnungen hat es gegeben? Und fragte plötzlich von sich aus, so von links nach rechts, alle durch. Die kleinen Kinder hatten ja keine Mahnungen, unten saßen die Volksschüler, heroben waren die Hauptschüler auf dem großen Tisch. Er fragte so durch, hast du, nein, hast du, nein, hast du, nein. Und die Reihe wurde immer enger zu mir und alle haben, nein, 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 habe ich nicht und ich, ich habe, aber was sage ich jetzt? So war mein erschrockener Gedanke dazu. Und plötzlich war ich dran und dann sagte ich, ja. Was sollte ich anders machen? Ich kann ja nicht Nein sagen. Ne? Und dann fragte er plötzlich, wo hast du sie? Und ich sagte, ja, in Englisch und in Physik und in Mathematik. Und zeig sie mir, hat er gesagt. Und ich gehe zu meinem Fach hin, nehme meinen Schulranzen raus, so eine Art Lederschultasche. Na, was hat er dann gemacht, wie er gesehen hat, dass du die Mahnung hast? Eben, das wusste ich zu den Zeiten nicht. Ich dachte, ich habe es drinnen in mein Schulzeug. Naja, der war ja in der Mappe. Na, und das war es im Schularbeitenheft, habe ich ja gesagt. Das habe ich reingesteckt, das habe ich ja abgegeben. Mhm. Das war bei meinem Klassenvorstand und nicht bei mir in der Schultasche, das wo ich es gebraucht hätte. So, jetzt fange ich an zu suchen. Ja, das gibt's nicht, habe ich mir gedacht. Wo ist jetzt der Zettel? Ganz nervös bin ich geworden. Ich finde den Zettel nicht. Habe die ganze Tasche ausgeleert, jedes Buch. Ja, du hast es nicht gefunden und was macht er dann, der Ziehpapa? Es wurde wiederum gebetet, das Mittagessen wurde beendet und er sagte zu mir, geh rauf ins Bad und zieh dich aus. Okay. Und was? Ich konnte nicht mit dem so richtig was anfangen. Warum soll ich mich jetzt ins Badezimmer stellen und mich ausziehen, so dachte ich. Und ich dachte nur, wenn ich jetzt irgendetwas Verkehrtes mache, dann kriege ich ein paar. Das ist mir schon bewusst gewesen. Deswegen habe ich mich im Badezimmer hingestellt, habe mir meine Hose ausgezogen und mein T-Shirt und der kam rauf über die Stiegen. Ich hörte das Krächzen und das Ächzen der Stiege, das war so eine alte Holzstiege. Und so kann man in Erinnerungen in dir dann hoch, ha? Okay. Und plötzlich ging die Türe auf. Er kam oben an, das merkte ich auch noch, ging die Türe auf, er sah mich an und fauchte mich an. Ich habe gesagt, du sollst dich ausziehen, alles. Machte die Türe wieder zu und ich merkte, wie sich die Schritte vom Badezimmer weg zu seinem Schlafzimmer, also
zu seinem und zu seiner Frau, also von Mutter und Vater, ins Schlafzimmer ging. Okay. Und ich wusste jetzt kommt er gleich. Und wenn ich jetzt, soll ich mich ausziehen, habe ich mich noch immer gefragt. Und ich weiß genau, wenn ich mich jetzt nicht ausziehe, dann so. Und ich zog mich aus und plötzlich hat er mich geschnappt, stellte mich in diese Badewanne rein, schaltete das eiskalte Wasser an und hat mich da 15, 20 Minuten mit eiskaltem Wasser abgespritzt. Ist auch kein Gaudi. Da lag ich nun als häufend elend und zitterte und bipperte auf den ganzen Körper und betete insgeheim ein Gebet, er solle von mir ablassen. Aber also da hat er richtig gefoltert und sozusagen. Mir ist jetzt schon, wenn ich das nackt gehört habe, weil man habe ich schon gedacht, sexuelle Misshandlungen, aber das ist halt dann Folter, gell? Okay, ja. So, und dann kam ich endlich raus aus dieser Badewanne und dann hat er mich, er war ja so fast ein 2-Meter-Mensch und ich war da so mit 13 Jahren vielleicht 1,50 Meter, keine Ahnung, 1,55 Meter. Dann hat er mich plötzlich an den Haaren gepackt, fuhr mir so in die Haare rein, richtig streng und eng und hat mich so mit einem Ruck hochgehoben. Ich wog vielleicht 40, 45 Kilo, die hat er genommen. Jetzt hatte ich auf der Kopfhaut, natürlich bedeckt von den Haaren, aber auf der Kopfhaut hatte ich lauter Dübeln. Der reißt da buchstäblich das Skalp runter. Und ich habe dann auch, wie das endlich vorbei war auch, das geht ja noch weiter, dann habe ich endlich mal so, wie als ich dann im Bett lag, so bei meinem Kopf so und habe gemerkt, wie büschelweise mir da die Haare rumgefahren. Er war aber nicht mehr da, Gott sei Dank, und ich betete, es sollte sehr, sehr lange dauern, bis er wiederkommt. Und es hat ja Gott sei Dank auch länger gedauert. Aber das war noch nicht das Ende. Das ist schon mal eine richtige Folter, was Eltern, gesunde Eltern zumindest, nicht ihre Kinder antun. Ja. Es ist keine Art, mit einem Menschen umzugehen. Ich hatte manches Mal das Gefühl, dass ich bestraft werde, dass ich in diesem Kinderheim beherbergt werde, mehr oder weniger, als ob ich was dafür könnte, dass ich Günther geboren bin und dass bei meinen Eltern vieles nicht geklappt hat, damit das Jugendamt in Salzburg mich dorthin gesteckt hat, laut Anordnung. Sie waren ja auch mein gesetzlicher Vormund. Mhm. Da ging es nicht um Innenleben oder irgendetwas in die Richtung, da wurde einfach, du wirst wie bei einem Schachbrett hin und her geschoben. Also du, als wirkliche Eltern hast du sie natürlich nicht empfunden dadurch. Auf gar keinen Fall. Es gab eher den Wunsch in einen Jungen, der was herangewachsen ist, hoffentlich, entschuldigen Sie bitte den Ausdruck, diese Redensart, hoffentlich ist dieser Trottel nicht zu Hause. Wenn er zu Hause ist, habe ich eine Unruhe in mir, dass es ganz furchtbar wird. Und wenn er nicht da ist, dann geht es so halbwegs. Ne? Man hat ihm nichts Gutes gewünscht, meine Wenigkeit überhaupt nicht. Ne? Es war kurz vor Weihnachten, 20. Dezember, diese Zeit. Ein Satz noch vielleicht zu diesen Mahnungen, was ich nicht fertig erzählt hatte. Samstag diese Doppelstunde Deutsch, Schularbeit geschrieben, Montag tatsächlich zurückbekommen. Der Klassenvorstand teilt die Hefte aus, kommt zu meinem Namen und sagt Günther. Und ich sage ja. Und dann sagt er, du hast was vergessen, schlägt die erste Seite auf und da steckt dieser Zettel eben drin. Jetzt war mir einiges klar. Ja, es hat ja halt auch nicht mehr viel genützt wahrscheinlich, nachträglich. Außerdem sei noch hinzuzufügen, an jenem Tag, das war auf ein Wochenende gefallen, an jenem Tag, wo ich da so mit eiskaltem Wasser so geduscht wurde und so furchtbar geschlagen wurde, ich ging mit blauen Augen, mit 2 blauen Augen in mein Leben in die Schule. Ich saß ganz vorne vor dem Lehrerkatheder, wie gesagt, das war dieses Wochenende Deutschschularbeit, das Wochenende dazwischen wieder Doppelstunde Deutsch am Montag und der Lehrer sah mir in die Augen und sagte, Günther, was ist denn los? Ich bin aufgesprungen, ich habe das nicht mehr ausgehalten, bin rausgerannt aus der Klasse, wusste auch nicht, was mache ich jetzt genau, auf alle Fälle, es kam so raus aus mir und ich musste furchtbar heulen. Ich hatte, glaube ich, draußen gesessen eine Viertelstunde, es kam niemand. Es war auch keine Fragestellung, wie ist das passiert, was können wir tun.
Der Lehrkörper hat einfach auch weggesehen. Naja, du bist der Persona non grata, das interessiert einfach gar nicht. Man sagt schon oft, manche geben oft den Einwand, in diesem Jahrzehnt sind alle Kinder, wo gemaßregelt worden mit Gewalt, mit Backpfeifen und Schlägen. Das würde ich mir widersprechen, weil mein Opa von der Mutti, der Vater, das war, und die Omi, das sind liebevolle Leute, ja. Der von meiner Zeuger, das war ein Prügelarschloch, mal auf gut Deutsch gesagt. Aber es war nicht alles so. Das hat da die guten Eltern gegeben. Also, aber vielleicht, weil du sagst, das wegen den Mahnungen und das alles, da ist man oft, da habe ich immer so Briefe in den Kopf gehabt, jetzt da, hier und da, weil man ja doch auch, ihr seid mehrere Kinder gewesen und so an Feiertagen, Weihnachten, Geburtstagen, habt ihr doch schon auch Briefe von den Verwandten, Eltern gekriegt oder ist der Kontakt da komplett weg gewesen von den Eltern? Der Kontakt war komplett weg. Er war sehr, sehr lange Zeit. Als ich 14 Jahre war, bekam ich einen Briefumschlag von meiner Kinderdorfmutter in die Hand gedrückt und sie sagte zu mir, ich solle diesen Brief, also dieses Kuvert beim Dr. Mattl, abgeben. Und das habe ich auch gemacht. Und am Weg dorthin wurde ich etwas neugierig. Das Briefkuvert war nicht verschlossen oder zugeklebt, sondern es war nur so nach innen gestülpt, dieses Dreieck vom Briefkuvert. Eigentlich war er offen und ich dachte mir, was ist da drinnen? Was bringe ich da jetzt zu einem Doktor? Ich bringe was hin und gehe wieder nach Hause. Ich will schon wissen. Du bist der Briefträger gewesen. Ja, genau. Aber ich wollte dann eigentlich wissen, ja, wenn ich schon was bringe, sage ich zu mir selber, dann will ich es wissen und habe auf dem Weg diesen Ding. Und da stand mein Name und da stand der Name meiner Mutter. Und das erste Mal, dass ich den Namen... Du hast einen Brief von deiner eigenen Mutter in der Hand gehabt. Ein Krankenschein war es. Okay. Was ich zum Doktor brachte und keine Ahnung, wie das da verrechnet wurde, er wurde nachgebracht und fertig. Auf alle Fälle, den Namen habe ich mir gemerkt, das hat vielleicht für spätere Zeiten irgendwie ein besonderes Bewandtnis. Ich wusste von meiner Mutter, okay, ich habe das dorthin gebracht, ja, und das ging halt immer so weiter. Es war nie recht, man konnte es nie recht machen. Das, was ich wirklich ganz stark empfunden habe als schlecht und als nicht richtig, war die Tatsache, nicht den Kindern deswegen, sondern die Kinderdorfeltern hatten eigene Kinder und da gab es in dem Haus, die wohnten zwar bei uns im Haus, aber da gab es zwischen uns Kinderdorfkindern und den eigenen Kindern gewaltige Bevormundungen. Na, das kann man sich auch vorstellen, ja. Alles, was sie machten, die eigenen Kindern, war oberflächlich. Das war nicht der Rede wert, aber kaum hast du, entschuldigen Sie bitte, ein Schaß gelassen, dann war es schon wie ein halbes Kriegsverbrechen. Das ist wie das Märchen Aschenputtel, ha? Das ist furchtbar gewesen. Und diese Tatsache, dass das so gehandhabt wurde, das haben wir als Kinder ja auch sehr gespürt. Wir wussten genau, wenn es brenzlig wurde, Manfred packte seine 7 Zwetschgen und verschwand. Mhm. Herbert packte seine 7 Zwetschgen und verschwand. Wir verschwanden in unser Zimmer und da kam die Post hinten nach. Ne? Also uns hat es nichts genutzt irgendwie. Und es war eine Bevormundung in vielen Belangen und das war natürlich ungerechtfertigt. Aber wir mussten es so nehmen, wir mussten es akzeptieren. Wir mussten es erleben, aber wir konnten nichts dagegen machen. Es gab keinen Weg dazu, ein Gespräch zu führen. Also du hast die Bindung deiner echten Eltern, auch Verwandten, war wirklich gebrochen, komplett weg. Man hat natürlich auch keine Bindung zu den Zieheltern gehabt und gemerkt, was eigene Kinder noch viel mehr wert sind. Du, wir sind jetzt schon bei einer Dreiviertelstunde und ich habe dir ja vorgeschlagen, dass du Musikwünsche einbringen darfst bei uns. Und über die Musikwünsche haben wir uns auch teilweise im Vorgespräch schon unterhalten. Mhm. Und vielleicht passt es auch zu, weil ich gesagt habe, der Kontakt ist weg von den Eltern, darum habe ich es da ein bisschen hingelenkt, weil das, du wüsst, hättest gerne jetzt von ABBA, I've Been Waiting For You. Genau. Und da, wie ich den Titel gelesen habe, habe ich mir so gedacht, okay, da denkt wahrscheinlich ein kleines Kind, ich warte auf meine Familie, oder? Ist das so? Oder hast du da eine Geschichte zu dem Lied? Ich habe eine kleine Geschichte. Ich möchte vielleicht
bisschen später noch genauer drauf eingehen. Es war vielleicht nur ganz kurz zu sagen, meine beiden Schwestern kamen von Wien und haben mich besucht in der Steiermark. Ich will jetzt gar nicht keine Einzelheiten nennen, weil sonst habe ich später keinen Stoff mehr. Na, aber Tatsache ist, sie haben mir dieses Radio gekauft, auf das, was ich sparen wollte. Ich sagte ihnen, mit 5 Schilling Taschengeld pro Woche und 90 Schilling hätte das gekostet, also ist viel zu sparen. Mhm. Und sie haben mir dieses Radio gekauft. Das war mein Heiligtum. Ich hatte die Batterie gerade eingesetzt und aufgedreht, das Radio das erste Mal, und eben dieser Song von der Gruppe ABBA ist erschienen auf dem Radio. Ich war glücklich rundum und um, und deswegen dieser Song. Er hat eine gute, tiefe Bedeutung für mich. Er hat mich sehr beruhigt in dem Moment, als er abgespielt wurde. Sehr schön, ja, wunderbar. Okay, dann geht's jetzt auf zu ABBA. Ich wünsche euch dabei viel Spaß mit dem Lied. Und nach dieser Musikpause geht's dann gleich wieder weiter. Ja, hallo, und jetzt sind wir alle wieder zurück, frisch und munter mit dem Gunther. Danke, grüß euch zusammen. Okay, ja, wir sind jetzt zurückgeblieben zuerst damit, dass man sich halt als Kind nicht wirklich als Familienmitglied empfunden hat und eigentlich so wie auf verlorenen Posten sozusagen steht, gell? Du, ich kann mich vielleicht auch noch erinnern an ein Gespräch, vielleicht müsst ihr es erwähnen, musst du auch nicht. Vielleicht sagt dir das noch etwas aus, wenn ich das Stichwort Mensch ärgere dich spielen erwähne. Das sagt mir schon noch was. Ja. Ist das super prekär, wenn wir das erwähnen, oder? Na, da kann man ruhig ganz heute sicherlich, damals vielleicht nicht, aber heute sicherlich kann ich darüber kurz einmal was erzählen. Es ergab sich irgendwie nach dem Abendessen, man saß herum und plötzlich hatte der kleine Hadi die Idee, spiel mal Mensch, ärgere dich nicht. Okay, wurde Mensch, ärgere dich nicht gespielt. Ich setzte mich am Tisch und ich sah eigentlich gar nicht so gut aus in dieser Partie. Ich hatte wohl 2 Kegeln in meinem Stall, aber mit allen anderen war ich hinten und alle waren schon kurz vor dem Fertigmachen und ja, ich sah aus wie der richtige Verlierer. Okay, ich würfelte so gemütlich weiter und hatte aber wirklich einen Bombenlauf. Ich hatte 6 geworfen, das gibt's normal nicht, und schließlich und endlich, ich hatte die Partie noch gewonnen. Vor dem Kinderdorfvater. Und ja, als das passierte, ganz knapp gewesen dann. Ja, ich hatte ihm wirklich 1 vor seinem Stall, hatte ich ihn weggeknallt und hatte dann die Partie gewonnen. Das war zu viel für ihn. Wenn Blicke töten könnten, ich schwöre dir, ich wäre heute nicht mehr unter euch. Das hat mir aber auch so innerlich aufgeregt, dass man sich wegen einem so blöden Spiel, habe ich mir damals schon gedacht, so aufregen kann. Ich habe eine richtige feste Dachtel gekriegt, was ich mir erlaube, das Mensch ärgere dich nicht Spiel zu gewinnen. Das war gesagt ohne Worte. Und es war so einschneidend in mich hinein, dass ich mir geschworen habe, mit dem spiele ich nie wieder. Nie. Na klar, wieder. Ich meine, die meisten von den Zuhörern werden sicher wissen, was das Brettspiel Mensch ärgere dich ist, Mensch ärgere dich nicht ist, ja. Das soll ja einen suggerieren oder klar machen, auch wenn man das Spiel nicht gewinnt, dass man sich nicht ärgern sollte. Und du kriegst von deinem Heimpapa stattdessen sogar ein Watschen sozusagen. Ja. Eine Tochter hast ja bei uns in Österreich ein Watschen, auf gut Deutsch gesagt. Das ist es ja. Und das ist das Schlimme. Es war so eingreifend in mich, dass ich das niemals mehr erleben wollte, deswegen habe ich mich distanziert vor weiteren Spielen. Wir hatten auch noch ein zweites Spiel, das wurde aber nur unter uns gespielt. Ich sage jetzt Brüder und Schwestern, obwohl sie auch überhaupt keine... Wie ein Geheimspiel, was die gar nicht einmal gewusst haben, oder? Nein, schon gewusst, aber sie spielen das nicht mit. Das war das okay. DKD hat das geheißen. Mhm, und das hat natürlich auch über Stunden gehen können. Das war nicht in 20 Minuten jetzt beendet und fertig, sondern das war ja über Stunden oft. Aha. Ging ganz schön gut. Und das haben wir oft gespielt eigentlich. Und das waren die eigentlich die 2 Sachen. Mensch, ärgere dich nicht untereinander. Kartenspiele hat es nicht. Schnapsen war, das war, habe ich auch gekonnt. Naja, und DKT eben. Ja, also als Kind ist ja auch so, wenn man, die Eltern müssen,
Da sage ich schon von müssen, ja, das Kind ja darauf vorbereiten, dass auch erwachsen wird, ja. Ein Punkt ist eben, dass er am gesellschaftlichen Leben teilnehmen kann. Da darf es nicht ab zu vom Schuss sein. Da sollte sich ja nicht wie ein Hillbilly von da oben das der neue Erwachsene fühlen und sich erst neu einlernen in die Gesellschaft. Auch sollen ja Eltern einer eine gewisse Fundamentsicherheit geben, zum Beispiel mal merkt oft der Papa zahlt ihm einen Führerschein oder die Eltern schauen um einen Lehrplatz, der was für einer gut ist und so weiter. Wir haben ja im Vorgespräch erwähnt, mit 19 bist du dann sozusagen ja abgenabelt auf gut Deutsch. Richtig, ja. Wie vorbereitet hast du dich gefühlt und was waren deine ersten Schritte als junger Erwachsener? Hast du die Lehre dann so gemacht, noch im Heim oder hat es dann im Bundesheer angefangen, die Abnabelung? Ich bin nach Salzburg gegangen. Ich war geboren in Salzburg, also bin geboren in Salzburg und bin aus Salzburger nach Salzburg. Wäre ich Graz geboren, wäre ich nach Graz gegangen oder Wien, nach Wien. So war es eben Salzburg. Kam mir in Salzburg vor wie ein Fremder, wie ein nicht dazugehörender Mensch. Erstens keine Freunde, alles hinter mir gelassen, was vielleicht irgendwie wichtig war. Plötzlich bist du komplett alleine in einer großen Keine Stadt. sozialen Bindungen. Null. Das Einzige im ersten Moment war meine Schwester. Ich habe angeläutet und meine Schwester stand da. Die hat mir Kraft gegeben und hat mir Halt gegeben. Das war sehr Da habt wichtig. ihr aber schon lange nicht mehr gesehen gehabt. Erst ab dem Alter dann, Ist oder? richtig. Erst ab dem Alter weg, ja. Mit dir waren es 6 Geschwister insgesamt. Mit mir 3 Buben und 3 Mädchen, ja genau. Die Schwester war der erste Kontakt in Salzburg dann, ja. Ich hatte schon Kontakt, also wie gesagt, wir waren ja auch in der Hinterbrühl zusammen, aber ich hatte auch Kontakt, weil sie mich einmal von Wien besuchen kamen. Da gibt es auch eine kleine Anekdote dazu. Es läutet, es war kurz nach 12:30, wir waren gerade beim Küchendienst. Das war so ein Dreierrad, das was sich jede Woche einmal gedreht hat. Das war von Schuhputzen, Küchendienst, Esszimmer zusammenräumen. So war das gedacht und auch ausgeführt und es läutet und ich dachte nur, ich hatte wieder eine schlechte Zeit und ich dachte mir, wenn ich jetzt den Kinderdorfvater in die Finger komme, das wird nicht gut gehen und es läutet. Der kam öfters vorbei und dann war eben der am Nachmittag bis 7, 8 Uhr weg und das war gut. Je öfter der weg war, umso leichter war vieles. Ne? Aber es war eben nicht dieser Herr, den was ich erwartet habe. Stattdessen ging die Speisezimmertür auf. Wir hatten von der Abwasch zur linken Hand eine Durchreiche. Das Fenster war so groß, wenn die Türe aufging, dann verdeckte sie das halbe Fenster, aber die andere Hälfte war frei. Und plötzlich betrat jemand, was ich nur von der Seite oder von hinten sah, den Raum und eine zweite Person und plötzlich drehte sich irgendwie die Person um und ich erkannte sofort meine Schwester. Okay. Mein Herz schrie, Hurra, ich bin glücklich jetzt. Hurra, meine Schwester, das gibt's ja nicht. Sie schaute mich an und ich lächelte, das weiß ich noch genau, und sie lächelte Also zurück sie und hat dich auch gleich erkannt? ja, ganz richtig, ja. Und dann ging plötzlich die Türe auf zu unserer Küche, wo wir gerade unseren Dienst gemacht haben, und der Kinderdorfvater kam rein und sagte zu mir, er wolle mir jemand vorstellen. Ich trocknete gerade meine Hände ab, Wie ging. alt warst du da jetzt? Da bist du also noch nicht erwachsen gewesen, da bist du noch Nein, im da Heim gewesen. war ich noch im Heim Ja. sowieso, da war ich 13, vielleicht 14. Okay, ist ja interessant zu hören, dass du dann doch noch vorher zumindest auch deine Geschwister kennenlernen hast dürfen, nicht erst als Erwachsene. Ich habe gedacht, wir Ja, sind ja. da schon im Erwachsenenalter. Nein, da war So. ich so 13, 14 auf alle Fälle. Er wollte sie mir vorstellen als meine Tanten. Okay. Er sagte zu mir wortwörtlich, Deine Schwester. meine Schwester, meine beiden Schwestern, was da waren, Elisabeth und Marianne, er wollte sie mir als meine Tanten verkaufen. Und ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe. Mein Herz hat sofort Nein gesagt, komplett zugemacht und Nein gesagt. Das sind nicht meine Tanten, das ist die Schwester von mir, die Marianne, und das ist die Elisabeth, das sind meine Schwestern. Christi, Marianne habe ihr Bussel gegeben und der Aber Elisabeth was haben deine ebenfalls. Schwestern? Haben die einen Auftrag gekriegt, sich als Tanten auszugeben, oder sind die da gerade an dem Tag perplex da gestanden, haben nicht gewusst, was da gerade geredet wird? Die werden das schon ein bisschen, weil die sind ja auch verbliebene
Kinderdorfkinder eben aus Mödling, die haben das natürlich schon länger geplant, dass sie uns besuchen kommen. Mhm. Das geht ja auch nicht von einer Minute auf die nächste, jetzt fahren wir einfach nach Salzburg, sondern das muss alles abgestimmt sein. Es war ja eine Aufsichtsperson auch mit, weiß nicht mehr, wie der geheißen hat, auf alle Fälle. Wir hatten die Erlaubnis bekommen, dann in die Stadt zu gehen. Bis 5 Uhr oder 5:30, ich weiß nicht mehr, wann ich zurück sein musste. Das war so gegen 1:30, 4 Stunden hatte ich. Beim Runtergehen in die Stadt haben natürlich auch meine Schwestern, ich war in der Mitte, links und rechts hatte ich meine Schwestern im Arm. Aha. Die haben natürlich auch gefragt, hast du das mitgekriegt? Die wollten mich als Tanten verkaufen. Na, habe ich gesagt, das geht nicht, das sind meine Schwestern. Dann. Okay, die haben sich auch schon richtig dagegen gewehrt. Ja. Okay. Jetzt muss man aber auch verstehen, das Kinderdorfhaus dort hat aus 4 Häusern bestanden. Im ersten Haus war Reinhold, mein richtiger Bruder. Im zweiten Haus war Siegfried, auch mein richtiger Bruder. Und im dritten Haus eben war ich. Man hat uns bei unserer Ankunft nicht als 3 Brüder zusammengelassen, sondern den ersten ins erste Haus, das zweite Haus und mich ins dritte Haus. Es ist man schon da getrennt. Es ist schon krass, würde ich sagen, wenn man 3 Geschwistermitglieder in verschiedene Häuser verfragt. Wieso? Na, man wird ja sicher nicht gesagt haben, warum man das tut. Überhaupt keine Ahnung. Da können wir uns selbst einfach nur unsere eigenen Gedanken darüber bilden, ja. Aber da ist ja schon, ich will schon sagen, eine geplante Trennung da, oder? Ist richtig. Weil wieso tut man sonst sowas? Auch als meine Schwestern kamen, sie wussten ja von dieser Trennung, dass wir Brüder nicht zusammen waren in einem Haus, sondern eben getrennt. Sie gingen ins erste Haus, besuchten Reinhold. Ohne Erfolg wurden sie abgewiesen. Sie gingen ins zweite Haus zum Siegfried, ohne irgendetwas ausgerichtet zu haben, abgewiesen. Durften sie nicht sehen. Ne? Und komischerweise bei uns, ja, das habe ich erst im Nachhinein erfahren, dass erste und zweite Haus abgewiesen hat. Ne? Hat mich dann im Nachhinein auch ein bisschen gewundert, dass sie das genehmigt haben. Ne? Man hört so oft, dass die Kinder generell oft getrennt werden, vor allem wenn es ein Bub oder ein Mädel ist. Vielleicht können wir eh noch und gerne nochmal zu deiner Kindheit auch zurück. Man würde vielleicht auch noch interessieren, hat man dir als Erwachsener etwas mitgegeben, damit du auch ein Fundament, dein eigenes dann bauen kannst? Weil man, ist es nicht so, wir als normale Kinder mit Eltern haben die Eltern danach noch nur immer und die Wurzel, was wir haben, wir können ja nicht immer wieder zurück zu unseren Eltern. Wir haben einen Rückzugspunkt. Das hat man dann als Erwachsener, als Heimkind nicht. Man kann auch noch nicht sagen, ich bin jetzt erwachsen, ich möchte gerne trotzdem noch ein bisschen bei euch wohnen. Fördert man, hat man da euch schon ein bisschen was gefördert, mitgegeben, dass ihr Fuß fassen könnt? Oder wart ihr irgendwie verloren oder wie stellt man sich das vor? Also meine Situation war folgende. Ich war in der Lehre bereits und es war ja jetzt wieder große Schulferien und ich fragte eines Tages, wie wird denn das jetzt dann sein, wenn ich in Arbeit bin, jetzt kommen die großen Ferien, alle fahren weg und so, wo werde ich jetzt sein, die nächsten 3 Wochen, 4 Wochen, ne? Gab es wahrscheinlich Telefonate diesbezüglich und ich hatte urplötzlich im schönsten Sommer als Dachdecker, wo da die meiste Arbeit ansteht, hatte ich Urlaub bekommen, 4 Wochen. Wir fahren nach Mondsee. Dort habe ich mich das erste Mal verliebt und als ich zurückkam, gingen wir am Freitagnachmittag Fußball spielen. Nach 2-3 Stunden Fußball war die Sonne so unerträglich heiß gewesen, damit wir uns in den Schatten saßen und wir haben von dem Urlaub gesprochen. Und alles ist uns wieder eingefallen, als wie es erst gestern passiert war und so. Und wir saßen da und plötzlich sagt Hubert, also zuerst war die Fragestellung, was wohl jetzt die anderen Kinder unten in Mondsee machen? Und das war schon ein toller Urlaub irgendwie. Und dann plötzlich sagt Hubert, würde mich auch interessieren. Und dann sagt er noch weiter, ihr seid ja zu feig, das abhaut. Und ich schaue Markus an. Markus war ein 15-Jähriger. Max, heute fahren wir nach Mondsee. Ja, wie Autostopp, habe ich gesagt. Treffen wir uns um 8 Uhr dort und dort.
zieh dann zwei, drei Unterhosen, zwei, drei Paarl Socken, zwei, drei T-Shirt, dass du immer ein bisschen ein frisches Kleid dabei hast. Und ab zum Trampen. Ab zum Trampen. Wir stellen uns auf die Schnellstraße, kommt der Polizei. Also du wärst da 16 gewesen sein, 17, ja, genau, oder? Ja. Kommt der Polizeimotorrad vorbei. Der bleibt stehen. Ja, was macht's denn hier? Dreht um. Weit und breit kein Auto, dreht um über die doppelte Sperrlinie drüber, auf alle Fälle, was macht's denn hier? Ja, wir wohnen da oben im Kinderdorf, wir haben jetzt nur eine Runde, wir gehen dann noch rauf und dann wieder zurück. Hat uns geglaubt, fuhr aber weiter, es war schon ein bisschen dämmerlich am Abend, wir sahen das Bremslicht und dass er abgebogen war. Und wir haben gesagt, wenn wir jetzt da weitergehen, dann passt er uns ab, das können wir nicht. Gehen wir einen anderen Weg. Der kommt uns hier entgegen und fragt uns, wieso gehen wir hier, wenn wir da. Also ihr seid nicht zurückgegangen und habt sich einen anderen Weg gesucht. Genau. Er war nicht mehr zu sehen und das war auch gut so. Wir standen 5 Minuten, plötzlich hielt ein Wagen an, sagt er, ich fahre bis nach Liezen. Liezen war circa 12 Kilometer weit weg. Und dann muss ich 2 Stunden warten, aber nach den 2 Stunden fährt er nach Bischofshofen. Bis dorthin kann er uns mitnehmen. Ich habe ihm zum Markus gesagt, wenn wir jetzt hier stehen und in 5 Stunden noch immer kein Auto haben, stehen wir noch immer da. Ne? Was hat es da mitgefahren? Sind wir mit ihm mitgefahren. Ja? Der hat uns wirklich, der ist Bischofshofen rein und mir auf der großen Autobahnkreuzung hat er uns ausgelassen. Da braut sich ein Unwetter zusammen und wir hatten Glück. 5 Minuten später bleibt ein toller Mercedes stehen und hat uns bis Salzburg gefahren. Dann hatte ich das Problem, meine Schwester zu finden. Ich konnte mich nicht mehr so erinnern auf den Straßennamen. Ja, wo kommt man da runter jetzt? Plötzlich stand ich aber wirklich vor dem Haus, wo meine Schwester wohnt. Es war 3:30 Uhr morgens, die habe ich rausgeläutet. Mit deinen Heimbruder, Genossen, genau, ja, sozusagen. Der war fix und fertig, Markus. Er ging einfach zu Bett, zack, bumm, und hat schon geschlafen. Der war einfach müde. Und meine Schwester und ich, wir hatten die Mutter noch rausgeläutet. Ich habe bei meiner Mutter die erste Nacht. Aber natürlich war das auch ein Kennenlernen von der Mutter, von der richtigen Mutter. Da hast du das erste Mal der Mutter wieder gesehen, noch ist richtig. Von der Trennung weg. Ja, dazwischen, genau, hast du sie nie wieder gesehen. 3 Wochen vorher schon habe ich sie das erste Mal gesehen, die richtige Mutter. Ah, darum war der Trieb dann dahin, das, genau, abhauen. Ja, okay. Genau. Ich habe mir nicht vorher nicht gewusst, dass wegen deiner Schwester und Bruder dann die Gedanken mehr primär dahin gelaufen sind. Okay, verständlich, ja. Und die Begegnung? Die Begegnung war so, vor mir steht eine, Entschuldigung, Mama, vor mir steht eine dicke Frau, schweißverzerrtes Gesicht, sie war gerade beim Kochen, hat wahnsinnig geschwitzt. Ja, wir hören gerade die prägenden Eindrücke. Und mein erster Eindruck, sie umarmt mich und will mich auf den Mund küssen irgendwie oder Bussal geben, links und rechts auf die Wange. Ah, ist ja so. Sehr, sehr offen. Und mein Körper hat irgendwie gesagt, hoppala, was will diese Frau, und hat eine Abwehrhaltung eingenommen. Ich wollte das jetzt nicht. Das war also fremd. Viel zu, ja, freilich. Ah, auch die Gerüche, auch die Person selber, ich habe noch kein Wort. Ich konnte das noch nicht. Ja, das ist ein Schock, klar. Und dennoch. Es war meine Mutter, wir näherten uns an. Das hat natürlich nicht von heute auf morgen auf übermorgen funktioniert, sondern das hat auch Jahre gebraucht. Deswegen habe ich eigentlich meine Kinderdorferlebnisse auf einen Strich zusammengestellt und meine eigenen Erlebnisse zu meiner Mutter auch auf eine eigene Schiene gestellt. Natürlich durfte ich, noch einmal meine Mutter richtig kennenlernen, aber wie gesagt, das ist nicht eine Sache. Ich habe sie kennengelernt. Ich habe sie auch kennengelernt als freizügiger Mensch. Ich habe sie kennengelernt, dieses Standbein, was man eventuell haben kann. Aber das kam alles Jahre zu spät, verstehst du? Das habe ich nicht gehabt im ersten Leben sozusagen, sondern ich erlebte meine Kindheit, Jugendheit, Annäherung zu der Mutter noch einmal und lebte noch einmal 20 Jahre. Also ist ja entfremdet gewesen, muss man sich ganz neu herantasten. Und vor allem, das ist ein erwachsener Mensch. Plötzlich, ihr seid jetzt sozusagen abgegangen von Heim. Wie lange hat es gedauert, dass das bemerkt worden ist und wie lange hat es geblieben oder wird? Es war schon an den Abend wahrscheinlich.
Möglicherweise haben Sie niemand erreicht telefonisch in Salzburg. Das kann sein. Es war ja bereits abends. Mhm. Da sollte man ja erwarten, dass es am ersten Tag eigentlich auffallen sollte. Mhm. Ist gemeldet worden oder nicht, weiß ich nicht. Jetzt, dort war ich nicht dabei. Auf alle Fälle, Sie wissen nicht, wohin, wo Sie sind. Als die Meldung kam, hat Salzburg reagiert, so in dieser Art und Weise. Mondsee, waren wir jetzt gerade auf Urlaub, dort angerufen. Wenn Günther und Markus auftauchen sollten, sofort Meldung nach Salzburg. Auch erklärt, warum so wahrscheinlich, und genau die haben das gewusst. Wir sind dann dort aufgetaucht. Wie lange hat es eigentlich gedauert, dass dann auf deine Mutter gekommen sind, dass dann da auffindbar waren, Satz? Wie lange hat das gedauert? Wir waren 3-4 Tage da in Salzburg, also wir sind abgehauen. Mhm. Wir waren 3-4 Tage. Da kommt ja wahrscheinlich die Polizei dann, wenn es dann, oder? Nee, eben nicht, bei der Mutter war nichts. Sie war nicht gemeldet und nicht. Nein, ich meine, auch wenn das dann auffällt, die suchen euch, die wollen ich ja wieder haben, ist ja ganz klar. Ja. Da müssen sie ja Exekutive in Kraft setzen, die euch dann wieder einsammeln. Natürlich erst herausfinden, wo es Satz. Du sagst also, so 3-4 Tage hat es gedauert, dass ihr dann herausgefunden habt, dass bei der Mama wart und wer ist dann gekommen, euch abholen? Ja, es war so. Wir sind abgehauen, wir waren 3-4 Tage bei meiner Mutter, bei meiner Schwester, und nach 3-4 Tagen kam jetzt der Wunsch, so, wir fahren jetzt nach Mondsee. Ich hatte ja noch Geld genug. Aha. Und wir saßen uns im Zug bzw. im Bus und fahren nach Mondsee. Und dadurch, dass ja da schon 3-4 Tage vergangen waren und in Mondsee man gewusst hat, wir sind abgängig und wenn wir auftauchen, sofort Meldung. Wir sind nach Mondsee gekommen, auch dorthin. Es wurde ja sofort angerufen und es war dann so, der Herr, welcher der Gründer der Pro Juventute ist, hat Order gegeben. Es ist jetzt momentan nicht möglich, die nächsten 14 Tage zu kommen und über irgendwie zu entscheiden. Er ist unumkömmlich. Wir sollen 14 Tage draußen bleiben in diesem Ferienlager. Okay, dann habt ihr den Wunsch eigentlich auch noch gekriegt, da hinzukommen und abbleiben zu dürfen. Genau. Oder hat es da noch ein, doch Sanktionen sozusagen gegeben? Nein, es hat keine Sanktionen gegeben. Ich wusste nicht, wie tue ich mich jetzt benehmen, weil ich nicht genau noch über die Sanktionen oder Nicht-Sanktionen Bescheid wusste. Es war so, dass Markus mit seinen 15 Jahren natürlich unter deren Aufenthalt, also wo er da war, die 14 Tage unter deiner Obhut gestanden ist, aber mir mit 19 oder fast 19 konnte man mir nicht mehr so anschaffen, einfach so, und ich konnte dort diese nächsten 14 Tage mit Vollverpflegung natürlich. Na super. Gut verbringen, war in der Nähe von Regina, das war meine damalige Freundin. Ist ja schön, dass du auch noch schöne Sachen auch zum Erzählen hast. Das ist ja doch ein Erlebnis, wo man dann auch sich wieder aufbauen hat können zu dieser Zeit. Gell? Und dann kam eben dieser Herr Wolfgang und er sagte wortwörtlich, Markus, dich muss ich mitnehmen, du bist noch zu jung. Ganz verständlich, er muss... Fahren wir nach Salzburg, kauft er die Zugkarte und fährst wieder nach Hause. Wie es mit dem weitergegangen ist, ich habe keine Ahnung. Was hat dem erwartet zu Hause? Hat er Dresche gekriegt oder nicht? Weiß ich nicht. Ich ging zu Regina, meiner ersten großen Liebe, und erklärte ihr die Situation und sagte, so Regina, und jetzt müssen wir irgendwas machen. Bleibe ich da, fahre ich nach Hause, wie läuft das jetzt ab? Und dann sagt sie mir eiskalt, das musst du jetzt wissen. Und für mich war klar, ich bleibe hier. War das die Abnabelung dann? Das war die Abnabelung, ja genau. Der Herr Wolfgang hat mir das Angebot gemacht. Mit wie viel Jahr dann? 17, 18? Fast 19. Ah doch, okay. Weiter. 3 Monate vor meinem 19. Ja. Und da können wir nicht mehr viel machen, hat er gesagt, der Wolfgang. Da würde mich jetzt interessieren, da kommen wir zu meiner anfänglichen Frage nämlich zurück. Was kriegt man dann mit von diesen Zieheltern? Wird geschaut, dass man irgendwo eine Wohnung kriegt? Wird geschaut um einen Arbeitsplatz? Oder ist das wirklich so? Du bist jetzt auf die Lanik gestellt. Ich bin unter anderen Umständen gegangen. Normal machst du deine Lehre fertig und normal hast du deine Gesellenprüfung gemacht und das ist jetzt, und jetzt der nächste Schritt ins große Leben sozusagen. Wie diese Verabschiedung oder irgendetwas stattfindet, kann ich nicht was wirklich sagen. Ja, man kann nicht trotzdem ein Kind auch sozusagen unehrenhaft entlassen, so würde ich das ja dann so ohne Hilfe. Er hat mir zurückgeschrieben, der Kinderdorfvater hat mir nachgeschrieben und du wirst ein Leben lang ein Hilfsarbeiter bleiben. Mhm. Das waren seine Wünsche.
Okay. Ja. Also weiß man eigentlich, was man, wenn ich es 8 Jahre nicht ein einziges Mal schaffe, irgendetwas Gutes zu fragen oder zu tun, was dem Kind eventuell helfen kann, als wie immer 100 Ohrfeigen oder was weiß der Teufel oder 20 Gedichte auswendig zu lernen. Aber du bist sicher Meister mal in Gedichte aufsagen, würde ich mal sagen. Ja, wir kommen jetzt schon bald zum Ende des zweiten Drittels. Dann kurz wieder, sagen wir mal, in 15 Minuten noch Musikpause. Und wenn du einverstanden bist, ich sehe, wir haben einen Jenny noch bei uns heute drinnen, der Marc ist da. Wenn du magst, hast du Lust, dass vielleicht, wenn sie wollen, auch Fragen stellen, unsere Mumble-Mithörer? Natürlich, jederzeit bereit. Wir haben ja auch viele Mitsprecher beim Mumble, das ist ja das Geniale, was der Klaus uns da anbietet. Mhm. Dann nach der Musikpause schauen wir mal, ob der Jenny und der Marc wollen. Und okay, vielleicht noch zum Abschluss, dass wir da vielleicht noch eine runde Sache reinkriegen, habe ich 2 Fragen. Zum einen, hast du lang gebraucht dann in der Gesellschaft Fuß zu fassen? Ist das schnell gegangen als Erwachsener? Weil du bist ja doch entfremdet gewesen. Zum Beispiel, du hast mir das einmal erzählt, du in der Schule warst du nicht up to date bei den Musikrichtungen. Da ist natürlich auch viel gehanselt worden. Ich meine, ich kenne es von mir auch. Wir haben auch nicht so die Hitparaden taugt in der Schulzeit. Ich war so der Country- und Rock'n'Roll-Fan. Und das, was in der Hitparade ersten Platz war, war nicht so der Fall. Und wenn ich im Musikunterricht meine Musik vorgespielt habe, bin ich auch ausgelacht worden. Mhm. Aber es ist halt beim Auslachen geblieben. Damit habe ich leben können. Wie ist das da? Wie fasst man da Fuß in die Gesellschaft? Und wie ist das so mit der Entfremdung und so? Hast du da auch noch so Beispiele zu geben? Ich wurde immer verschlossener. Das ist eine traurige Tatsache. Ich habe mich kaum aus dem Haus gewagt. Ich natürlich saß zu Hause bei meiner Mutter, die, was es galt, kennenzulernen, in Gesprächen, in Daten, in Begleitungen des Tages oder wie immer. Es hat sehr viel Kraft und Energie gekostet. Natürlich auch ist der Wunsch da, jemanden zu treffen, auszugehen. Keine Arbeit, kein Geld. Das war die Anfangssituation. Als ich dann das gemeistert hatte, Arbeit hatte und auch Geld, natürlich ging ich aus. Aber ich hatte leider gemerkt, dass ich nicht so wortgewaltig war wie viele andere. Mhm. Dass ich diese Art Sicherheit in mir nicht trage, die was viele anderen haben. Ich hatte noch nie geküsst, wie ist das? Alleine dieser Umstand, ich hatte noch nie geküsst, ich hatte noch nie zu einem Mädchen hingegangen oder jungen Fräulein oder wie immer das man sagt. Ich habe mich angestellt wie ein Idiot. Ich habe da versucht, weil ich es wollte, die große Liebe zu erkennen und zu bekommen, und das war total der verkehrte Welt. Die Leute sind nicht so, wie ich geglaubt habe, sondern sie sind total anders, und deswegen war eine Enttäuschung nach der anderen. Mhm. Mein Fortgehen hat sich irgendwie, Entschuldigung diesen Ausdruck, irgendwie auf einer Art Spannerebene befunden. Ja, ist ja klar, man hat ja keine Freunde von der Schulzeit, die wo sich gebildet hat, eine Clique sozusagen, genau, wo man dann gemeinsam fortgeht. Ich meine, das mit dem Küssen, mit der Liebe, da haben wir es alle sicher schwer gehabt, weil die Eltern einen da nicht drauf vorbereiten können, wirklich wie küssen und das alles geht. Aber natürlich, es ist sehr viel schwieriger, wenn man nicht so Art Wingmans als Freunde hat, die dann beim Aufreißen mal profan ausgedrückt ja behilflich sind. Man ist, wie du sagst, einfach alleine, gell? Ja, ich weiß, sagen wir, wenn man es ganz ehrlich nimmt, ich war mit 25, 26 dort, wo irgendwie ein, Entschuldigung den Ausdruck, Stadtinger, mit 15 schon ist, weißt du, ich war wirklich weit zurückgeworfen, mhm, den Ganzen. Und jetzt suche ich was, genau das, was ich suche. Ich habe eine Vorstellung und das finde ich aber nicht. Und deswegen, es war einfach unwiderruflich schwer für mich, Kontakt zu finden. Ich habe dann über ein Jugendzentrum sehr viel Kontakt zu jungen Menschen bekommen. Das ging so weit, die kamen mich besuchen und so weiter. Man ging wirklich aus und dort lebte ich meine Blütezeit. Die haben mich mitgenommen, ich ging in die Disco, ich traute mich nicht zu tanzen. Ich brauchte 2, 3 Bier, dann traute ich mich. Mhm.
Aber es war irgendwie nicht das, was ich gesucht habe. Und deswegen habe ich mich eigentlich wieder distanziert von dieser Gesamtsituation und nie diesen richtigen Menschen, was ich suchte, auch dann gefunden. Das war eines der Probleme für mich, Anschluss zu finden. Und Wann hat sie das eigentlich mal, wann hat das wirklich angefangen, oder kann man das auch schon so eigentlich sagen oder beantworten, dass man sich dann auf einmal dann doch integriert gefühlt hat im sozialgesellschaftlichen Leben, sodass dann auf einmal die Gedanken aufhören, was war, sondern die Gedanken anfangen, was werde ich jetzt? ja, das war ganz sicher, Oder bin ich jetzt, besser gesagt? das war ganz sicher gegeben. Ich hatte Kontakt zu einem jungen Mann, er hieß Klaus, und er hat mich eingeladen, in ein Jugendzentrum, was unweit von meiner Wohnung zu Hause war, zu kommen. Und ich habe da zugesagt, bin aber dann erst 2 Tage später gekommen, habe mich dort entschuldigt und habe dann gesehen, wie das dort läuft. Ich hatte auch ein bisschen Glück, ich hatte damals eine Dackel-Spitz-Mischung. Und der war auch immer mit mir dabei, und der war natürlich sofort die unumstrittene Nummer 1 dort bei den jungen Mädchen und auch Burschen, was dort gewohnt haben. Na, auf alle Fälle, dieser Eintritt in diese Sphäre wurde mir sehr leicht gemacht, und dort habe ich mich frei und wirklich gut gefühlt. Man hat diesen Abend, das war jeden Abend Jugendzentrum gegangen von 6 bis 22, also von 18 bis 22 Uhr. Ich war dort gerne gesehen, man hat sich gefreut, und ich konnte für diese Zeit, für diese 4 Stunden total mein, sage ich mal, mein zweites Ich abstreifen und konnte in mein erstes Ich Du brauchtest dann hineinschlüpfen. Zeitraum und einen Ort, um neu anzufangen, Ganz wo richtig, da, ja. wo keiner weiß, ja, das ist ja von Heim und Ding, sondern Ganz wo richtig. dann die Menschen von sich aus sagen, ja, Christi, du arbeitest mit mir zusammen, ja, und dann geht's los, gell? Ja. Und das war eine herrliche, schöne Zeit, und ich möchte sie um nichts in der Welt missen. Aber leider ging auch diese Wie alt Zeit, bist du da dann noch gewesen? ich war so 23, 24, als das passierte, Also, und ein Vierteljahrhundert hat dann so genau, ungefähr. und in diesem, Vierteljahrhundert, Entschuldigung. ja, es ist ja so, ich habe ja selber gesagt, bei 25, den habe ich gefeiert, übrigens habe ich Ja. auch gesagt, jetzt bin ich ein Vierteljahrhundert, Ja, Wahnsinn. okay. Aber dort in diesem Bereich, in diesem Jugendzentrum-Bereich, das war so integriert, also Schlafen für Jugendliche, Lehrlinge, die was tagsüber arbeiten, am Abend eben in diese Disco da gehen und in dieses Jugendzentrum, wo alles was bereitsteht für sie. Und das war nach 3 Jahren oder vielleicht maximal 4 Jahren war das beendet, und die gingen dann wieder ins Leben raus und waren plötzlich weg von der Bildfläche. Und dann kam der neue Schwung, und mit dem neuen Schwung konnte ich mich nicht mehr anfreunden. Es hat auch einen Grund gehabt. Die neue Führung von diesem Haus hat das nicht so gut geheißen, und deswegen, ich kannte noch niemand, und deswegen war es für mich leicht. Wenn das während der anderen Zeit gewesen wäre, hätte ich dort vielleicht gesagt, na, so leicht kann man mich jetzt nicht trennen aus Freundschaften weg. Aber die neuen Freundschaften wären noch nicht gewesen, und deswegen habe ich gesagt, na, dann komme ich nicht mehr. Und dann war das auch, wie gesagt, wirklich beendet, gell? Und dann ging das los. Jetzt musst du halt alleine schauen, und schließlich und endlich hat man das bekommen, was man verdient hat. Na, es ist so, ich hab mich nicht so wirklich 100% verliebt, aber ich Trottel, ich habe noch geheiratet, und das ist ein anderes Oh ja, klar. Na, Thema. okay, Günther. Ich Bitte. sehe gerade, der Marc Wali zum Beispiel ist schon im Warteraum für Fragerunden natürlich. Bevor wir, das werden wir dann nach der Musikpause machen, Wali. Danke, dass du dich interessierst für das Thema. Freuen wir uns schon auf deine Fragen oder Gedanken. Bevor wir zur Musikpause jetzt noch kommen, hast du noch irgendetwas einmal, was du jetzt vorab den nächsten Fragen von uns an dich sagen möchtest, was von dir aus vielleicht nur beliebt? Ich möchte feststellen, dass der Kinderdorfvater seinen Beruf vollkommen missverstanden hat, vollkommen daneben gestanden hat. Er hat keine gute Hand für solche Dinge gehabt. Ich wünsche allen, welche Kinder in solchen Dörfern oder Heimen sind, bessere Eltern als was ich gehabt habe, und vielmehr den Wunsch äußere ich dazu,
viel mehr miteinander zu sprechen, viel mehr auf die Bedürfnisse einzelner Kinder oder Anvertrauter einzugehen. Und das Reden und das Miteinander zu sein, das stärkt die Persönlichkeit um so vieles mehr als das absolute Totschweigen von vielen Sachen. Wie gesagt, einmal noch dazu angehängt, wenn ich in 8 Jahren nicht einmal zu einem Kind sagen kann, hey, das hast du aber super gemacht, dann weiß man, dass man auf verlorenem Posten war. Mhm. Das wünsche ich niemand, dass er so einen unfähigen Typen oder unfähige Leute um sich scharren muss. Immer alles besprechen, es sollte so sein, Vater und Mutter sollten doch Freunde sein, nicht Feinde, oder? Fühlst du dich, dass du abschließen hast schon können, irgendwann einmal gehabt, oder? Das ist eine schwierige Frage. Ich werde sie versuchen, jetzt noch ganz schnell zu erklären. Ja, ich denke schon, ich habe irgendwie abgeschlossen. Und trotzdem gibt es einen Punkt in mir, der was noch immer juckt und der was sagt, eigentlich sollte man viele grausame Sachen aufdecken, viele grausame Sachen darüber sprechen. Es sollte einfach nicht mehr passieren. Über andere Sachen wird auch viel gesprochen, wenn sie schlimm waren. Das sind Einzelpersonen. Jeder Einzelne erlebt das. Und jeder Einzelne erlebt das auf seine eigene Art. Und da gibt es einfach ein Programm, das was nicht anwendbar ist auf alle Menschen. Und deswegen ist auch die Vielfalt der Personen, welche diese Aufgaben übernehmen, auch gefragt. Und die haben die eben nicht gehabt. Es tut mir leid zu sagen. Ich wünsche euch viele, viele gute Eltern, nicht so schlimme Eltern, als ich hatte. Na, okay, Günther. Du, danke erst einmal für das Vertrauen, was du uns jetzt auch schon gegeben hast, gell? Und für deine Offenheit auch. Kommen wir zu deinem zweiten Musikwunsch, den du da mit einbringen durftest heute. Da kommen wir zu den Smokies bei Wild Wild Angels. Darf ich dazu noch eine kleine Anmerkung machen? Selbst natürlich. Ich war gerade Lehrling geworden und hatte meine erste Lehrlingsentschädigung erhalten. Das gab es damals noch in der berühmten Lohntüte. Und ich musste dort vorbeigehen bei diesem großen Elektrogeschäft und habe mir eine Langspielplatte von Smokey gekauft. Smokey hatte einen großen Hit in den 70er Jahren und ich wollte mehr wissen von dieser Gruppe und habe sie mir abgespielt und eben dieser Titel Wild Wild Angels, der hat mich so fasziniert, dass ich den heute auf die Wunschliste gesetzt habe. Ja, wunderbar. Okay, dann hören wir mal zu die Smokies rein mit ihren Song Wild Wild Angels und danach öffnen wir die große Fragerunde oder vielleicht auch Impressionsrunde. Dann viel Spaß und bis bald, ihr Lieben. Ja, hallo, jetzt sind wir wieder da im letzten Drittel mit unserem Thema Kinderheimerinnerungen sind keine Kindheitserinnerungen. Der Günther hat uns schon sehr viel von seinem Leben erzählt. Und so wollen wir jetzt doch einmal hören, was auch der Marc zu fragen hat. Ich ziehe jetzt einfach mal den Marc zu uns in den Sprecherraum rein. Hallo, in Jänner werde ich einfach mal auch reinziehen, falls er will. Dann flackert er einfach jetzt einmal. Und der Marc, super, der Jänner wird auch sprechen. Und der Marc Walle, der war als erstes heute dran. Okay, hallo Marc, wie hat dir die Sendung bis heute gefallen? Und was hast du mit uns heute mitzuteilen? Also ich bin mal zum Beispiel zur Polizei gelaufen und war so unerträgliche Kindheit. Ich kann da nur mein Beileid beipflichten. Und wir müssen an uns selber arbeiten, ein Freund sein für uns selber und dann für die Nächsten. Und dann sehen wir mal, wie Freunde das erwirtschaften. Das Heil war bei mir, die soziale Isolation wurde durchbrochen mit Holztalern. Wollte ich mal anfügen und tue den Link auch gerne rein. Ja, also du bist auch sozial ausgegrenzt worden, schon als Kind auch. Du bist aber nicht in einem Heim groß geworden. Du hast normale Eltern erleben dürfen, oder? Das Kinderheim wurde mir verweigert von der Polizei. Aha, aber dass ich noch genau folgen kann. Du hast gesagt, du wolltest dann ins Kinderheim oder wie? Weg von deinen Eltern? Oder wie kann man das verstehen? Ja,
Ich habe mit allen drei Teilnehmern der kleinen Familie abgeschlossen gehabt, bin zur Polizei und da sagt der Polizist, ich bin jetzt für dich dann halt am der so und so, XY, und ich schicke die wieder heim. Und nachher habe ich mit dem Staat total gebrochen. Ne? Also seit dieser Erfahrung brauchst du mir nicht erzählen von Staat. Ne? Der, wenn in der Not einen so hängen lässt. Aber es ist jetzt ja besser. Also es ist, aber manche Kinder versuchen auch von sich aus so eine Art Scheidung zu erwirken. Das habe ich auch schon mal gehört. In Amerika gibt es auch ein Kind, das was von den Eltern misshandelt wurde. Und die hat sich dann, das hat man so profan in den Aufhänger geschrieben, Kind lässt sich von Eltern scheiden. Ist vor Gericht gegangen, hat dann sogar Recht bekommen und durfte dann sozusagen in seinem und musste nicht. Ja. Ich meine, ich kann mir sicher vorstellen, dass auch viele Kinderdorfeltern auch sehr gute Eltern sein können. Würde mich schon freuen, wenn wir auch heute, ja, auch vielleicht positive Beispiele hören könnten. Hoffentlich ist die Welt nicht ganz so verkehrt in diesem Bereich, ja. Und vielleicht dann Günther die Frage stellen, ob er positive Erinnerungen auch noch hätte oder zuvor noch eben vielleicht den Jenny noch fragen. Hast du noch eine Frage oder irgendwelche Impressionen diesbezüglich? Ja, also ich meine, das ist ja ist bei uns allen ja in der Kindheit, also die Heimsparte ist ja dann nochmal wieder separat, aber auch ja bei uns in den, auch weil ich sage jetzt schon bei uns in den Familien, auch in den normalen Familien, also wo Vater, Mutter, Kinder sind, gibt es ja auch diese Gewalt und auch ja diese Entzerrung von den Kindern. Die Eltern mussten alle arbeiten gehen, die Kinder den ganzen Tag zur Schule, ne, die Schule sowieso, das Schulsystem. Das hat ja diese ganze Wesenheit ja empathielos gemacht. Ja, und daraus sind ja auch alles nur diese Sachen entstanden, die wir jetzt auf der Welt sehen. Und so grausam das auch klingt, aber ja, das ist daran die Ursache, also das ist die Ursache davon. Ja, man braucht in der heutigen Gesellschaft also mal auf den Nenner gebraucht, nicht unbedingt Heimerfahrungen, um schlechte Kindheitserfahrungen erleben zu müssen. Ja. Ich kenne es auch, jeder Schule hat so diese sogenannten Klassenclowns auch, gell? Und wir hatten in unserer Schule, ich bin in die Hauptschule gegangen, auch einen, das war der Gerald, und den haben sie auch alle ausgeschlossen, weil er von seiner Mutter misshandelt wurde, aber nicht weil er misshandelt wurde, sondern weil er im Zuge dessen, ja, spastische und Auffälligkeiten gehabt hat. Er hat sich ein bisschen komisch bewegt manchmal, um Stress abzubauen. Und da war er auch nicht nur sein einziger Freund, weil sich keiner mit ihm einbringen wollte. Und wie denkst du da eigentlich auch, Günther, so, ist das jetzt so profan wirklich, das Leben, was man als Heim, als Kind schlecht erfährt, dass man dann als Erwachsener schwer hat? Wir hören ja auch, dass Kinder bei Eltern oft sehr schlimme Erfahrungen leben, das auch, ist es so, der Nenner, dass es jetzt immer schlimmer wird für Kinder mit Eltern? Hat es einmal Zeit gegeben, wo das schöner war, wo Kinder nicht so zu arbeiten gezwungen wurden wie früher? Heute sicher auch nicht mehr so. Heute ist das Problem der Eltern da, dass sie sich anders dazu wenig kümmern, ja. Wie denkst du da drüber? Ich denke einmal, dass es sehr, sehr schlimm ist, wenn es auch in den normalen Familien, und wenn ich normale unter Anführungszeichen setze, für uns war das wirklich ein wichtiges Wort, normale Familie, ohne Schläg, ohne Haue, ohne Angst nach Hause zu kommen, sich wünschen, er möchte nie wieder auftauchen, der Veranlasser dieses ganzen Übels. Es tut mir sehr weh im Herzen, wenn ich höre, dass es auch normale Familien gibt, bei denen es auch nicht so rund, eher eckig läuft. Wirklich, alle sind nicht zu beneiden, welchen das widerfährt. Vieles wird geschluckt und man weiß überhaupt nichts über einen Menschen, der einem gegenübersteht, welche Ängste, welche Gefühle hat er. Gefühle und Ängste bewirken aber auch, dass du dich entscheidest in manchen Situationen. Manches Mal ist es richtig, wie du dich entscheidest, aber manches Mal bist du unsicher und entscheidest dich falsch. Und das gerade als Kind, wo man die Lebenserfahrung fehlt. Und genau dort, wo man eben Familie braucht,
als Freund, als Vater, als Mann einfach, um etwas zu fragen, um eine Situation zu klären, wie gehe ich da richtig vor, was mache ich falsch, was kann ich besser machen. So einen Freund wünscht man sich aus der Familie heraus, aber nicht immer nur ein Leben lang negativ und du bist 0,0. Da will ich doch vielleicht auch zwischenfragen, gibt es Erlebnisse, wo du mal an den ganzen Tag nicht dran dachtest, dass du ein Heimkind bist, sondern ein fröhlicher Mensch? Das war, als ich zu lernen begann in meiner Lehre und ich hatte jetzt natürlich mehr Taschengeld sozusagen als zuvor. Früher hatte ich 5 Schillinge Taschengeld in der Woche, wenn ich brav gewesen bin. Plötzlich hatte ich 500 Schilling fürs ganze Monat und ich habe natürlich auch versucht, irgendwie mal in die Stadt zu gehen. Ich landete bei unserer Kegelbahn und merkte, dass ich, wenn ich dort reingegangen bin, dass ich nicht die Kraft habe, irgendjemand anzureden, Anschluss zu finden an irgendeine Gruppe oder irgendeine Person. So kenne ich dich halt gar nicht. Du bist ein sehr umgänglicher und ein zugänglicher Mensch. Und das ist natürlich alles gekommen irgendwie, aber erst viel, viel, viel später. Ne? Also es war Unsicherheit in meinem Leben. Und ich merkte, ich stand zum Beispiel viele Wochenende alleine an der Kegelbahn, bin raufgegangen, einmal zur Kellnerin, hat mir, was weiß ich, 50 Schilling in 10er-Münzen gegeben, stand an der Kegelbahn, habe alleine dort mein Bier getrunken, habe alleine gekegelt und ging wieder alleine nach Hause. Also es war niemand da, der was... Und dann war plötzlich die Idee geboren, ich muss was anderes versuchen. Und dann bin ich einfach am Samstag auf den Berg gegangen. Kam am Samstagabend wieder nach Hause und weil es mir gefallen hat, bin am Sonntag wieder am Berg gegangen. Okay. Und kam am Sonntag am Abend nach Hause und ich hatte in diesem Zeitraum, wo ich wegging, bis ich wieder nach Hause kam, nie das Gefühl, jetzt im Kinderdorf zu sein, sondern ich war frei. Ich war mit meinem Tun, mit meinen Gedanken einfach frei. Ich war verbunden mit der Natur in dem Moment. Das ist ein gutes Beispiel, wie du das sagst, die Natur hilft da wirklich. Und natürlich auch, dann gab es eine schöne Tochter vom Hüttenwirt, die hat mich auch erfreut, weißt du. Es gab so Momente, da kam mir nie der Gedanke Kinderdorf. Aber das waren einfach nur kurze Momente und auch nicht jetzt wirklich helfende Momente. Das hat wirklich erst dann ab der Lehrzeit beginnen können. Vorher hast du wirklich nie ein Gefühl gehabt, dass du ein freies Kind bist, ohne Sorgen, behütet und beschützt und aufgehoben. Wir waren in unserer kleinen Stadt, wir hatten circa 1000 Einwohner, wir waren ein vier Häuser Institut sozusagen, wir waren abgekapselt von dem anderen Dorf. Wir waren umschlungen von nach außen hin von mir aus von Gutheit, weil was innen passierte, da hat es gebrodelt, aber wir waren komplett abgeschlottet. Wir wussten nichts. Wie gesagt, wenn ich die ganzen Jahre sagen darf, einmal ein Anruf, hallo, ich bin's, die Sibylle, ich komme jetzt vorbei, geht das? Es kam kein Anruf, es interessierte niemanden und selbst wenn ein Anruf kam, wurde es gleich im Keim erstickt. Nein, das geht nicht. Das war ein-, zweimal passiert und dann hat auch niemand mehr angerufen. Also, Marc Wale, ja, bitte? Moment. Okay. Moment. Entschuldigung. Ich muss es erstmal runterspielen. Und zwar, er soll doch anfangen, Visitenkarten oder Holztaler zu fertigen. So kann man Straßenarbeiter, Bäcker beim Metzger erfüllen, mit wem er weitergeht. Und es macht ein großes soziales Netzwerk aus, was einem zur Holznotgeld bringt. Ja, man sieht ja auch, Günther, wie du die so einen tollen Menschen entwickelt hast. Du hast wirklich viel an dich ja eh auch schon gearbeitet, also gewirkt, besser gesagt, so, ja. Genau. Ja, die Erlebnisse, man sagt ja oft, es wird schnell etwas ans Tageslicht gebracht, wenn was schlecht läuft. Man regt sich schnell auf. Wenn wer was Gutes macht, ist es oft schwieriger, wem zu finden, der auch darauf aufmerksam macht, ja.
Darum würde mich doch auch mal freuen, vielleicht anschließend mal eine andere Sendung darauf anknüpfen zu können, dass wir wen finden, der, wo es vielleicht auch durchweg mit Kinderheim, Eltern gute Erfahrungen gehabt hat. Wie gesagt, weil es wird schnell was aufgedeckt, wenn was falsch läuft, wenn was gut läuft, wird es oft verschwiegen. Hoffe, dass wir da mal was hören, weil wir wirklich selten oder eigentlich eben noch nie was Gutes gehört bis jetzt. Darum vielleicht der Aufruf noch da dazu, gell? Jenne und Marc Walle, habt ihr vielleicht noch irgendwas für den Günther? Vorab leben.cracker.info. Leben.cracker.info, das ist meine Strategie, lebensbejahend erstmal zu sein. Das ist ja bei manchen Gesprächspartnern gar nicht so selbstverständlich. Ja, genau, lebensbejahend, die seine Affirmationen positiv gestalten, beim Aufstehen und beim Schlafen gehen, positive Gedanken zu haben. Und dann kannst du ja mal, das ist mal ein Schritt, gell? Genau. Darf ich was Aber sagen? natürlich, Günther. Ich möchte was sagen. Wir haben jetzt so viel Negatives gehört, was irgendwie wirklich nicht toll war. Es gibt aber auch Positives zu berichten. Und zwar einmal im Jahr fuhren die Kinderdorfeltern auf Skiurlaub für eine Woche. Und anstelle der Kinderdorfeltern waren die Großeltern der eigenen Kinder anwesend. Und das war die schönste Woche. Es gab keine einzige Die waren schlimme sonst nie da, Situation. die Dann Großeltern. saß sie schon ab und zu, so Christi und Aha. so, und manches Mal auf einem Café vielleicht oder so, aber Aber wenn man hat sich sturmfreie Bude war, zugewandt. dann waren die Großeltern da und die waren umgänglich. Das ging alles so toll und hurra, die Woche ist jetzt vorbei, würde man sagen. Nein, schon wieder vorbei und jetzt kommen wieder diese geschissenen, Entschuldigung. So. Das war die beste Woche des Also Jahres. es war notwendig, dass sie nicht da sind, dass Dass man das sagen kann, ja. mm, So hätte ich mir gewünscht, die Kinderdorfmutter und den Kinderdorfvater, so, dass sie so sind wie die Großeltern. Es war einfach perfekt. Es gab keinen Stress. Es gab keinen Lernstress. Ich lernte. Es ging mir alles leichter von der Hand. Ich konnte mich hinsetzen. Ich konnte fragen, erklär mir das bitte, wie geht das jetzt noch einmal? Ich habe nicht gut aufgepasst oder so oder so. Es wurde in Ruhe gesprochen, es war die Hektik nicht da, nicht anwesend allein. Wenn er anwesend war, war schon Schwitzen angesagt, ne? Und die Eltern, die Kinderdorfeltern waren nicht so gut wie die Großeltern. Also die Großeltern waren auch mit einer gewissen Härte und Strategie, aber dennoch, sie waren wesentlich besser, sie hätten wesentlich besser als Kinderdorfeltern fungieren können, ehrlich gesagt. Weil das Menschliche auch ein bisschen dabei ist. Und nicht nur, du bist, wer du bist, blöder Hund, auf gut Deutsch gesagt, was anderes hat man eh nicht gesagt. Und danach hast du sie nie wieder gesehen, dann Leider sozusagen. nein, als ich dort. Leider nein hast. Ich hätte nichts dagegen gehabt, wenn eine Einladung gewesen wäre oder eine Möglichkeit, sie zu sehen. Ich habe mich auch gefragt, ob sie noch leben. Und natürlich, nach so vielen Jahren ist das natürlich jetzt schon Ja, bejaht. die müssen ja auch schon über 80 Jahre alt Aber sein, ja. jetzt, schau, jetzt bin ich mit gut, sagen wir mal, 20 weg und jetzt bin ich 60. Das war vor 40 Jahren. Und die waren damals, als sie damals diese Wochenaufgabe übernommen haben, waren die auch schon 60, 70. Na, ja. Also die sind beide schon nicht mehr, denke ich. Ja, und die 500 Kinder insgesamt, so im Schnitt, hat Rottenmann, ja, die SOS Kinderdorf Rottenmann ja schon mal gehabt, auf den ganzen Eltern aufgeteilt. Okay. Es ist im Grunde, wenn man mal so sieht, ja was heißt eine kleinere Struktur, könnte man ja sagen. Ja, wenn man mal schaut, die großen Kinderheime, die was von Nonnen geleitet werden oder von Staatsbediensteten, die ja, da sind ja dann schon aber Dutzende pro so Heimanlage vorhanden. Natürlich noch ganz andere Richtlinien und Gepflogenheiten. Das kann man ja auch mit SOS Kinderdörfer auch schon wieder nicht, glaube ich, vergleichen, gell? Kennst du, habt ihr da Berührungen gehabt mit solchen Kinderheimen? Hat es da so eine Art Veranstaltung gegeben, wo man die Kinder einmal so zusammengeführt hat, von SOS Kinderdorf zu normalen Kinderheimen, so ein Tag der offenen Türen, Dingsbums, wahrscheinlich komplett getrennt, gell? Das Nein, also das war hat das nicht eine mit den anderen nie zu tun gehabt. korrekt, ja. Ja.
Aber hast du so Erfahrungen von Kinderheim auch? Wie wahrscheinlich hast du da keinen kennengelernt, gell? Als Erwachsener auch nicht. Ich habe einmal, wie ich da so mal so 24, 25 war, ich habe dann natürlich einmal den Nachbarsjungen, den Willi, getroffen. Da stand ein 20-Jähriger von mir, der, was sich so verändert hat, den hatte ich ganz anders in Erinnerung. Das war ein kurzes Blick, ein kurzes Hallo, Servus, grüß dich, und dann am nächsten Tag, er war weg, spurlos verschwunden aus meinem Leben. Es hat sich alles, jeder geht seinen eigenen Weg, und deswegen ist auch diese Bindung nicht mehr da. Ja. Das ist schade. Also einen Erfahrungsschatz von externen, richtigen Kinderheimen hast du halt auch nicht. Wie Ja. gesagt, einen Aufruf haben wir eh gestartet, ob da noch, dass man das noch ein bisschen grunder machen kann, weil es so viele verschiedene Strukturen gibt. Ich hörte ja zum Beispiel auch, ob da was Wahres dran ist, weiß ich jetzt auch nicht. Aber Indizien sprechen doch sehr dafür, dass solche Kinderheime oft dann am besten florieren. Umso mehr Kinder sie haben, nämlich, da ist schon oft ein gewisser Hintergrund dahinter, ja, Ja. wo man sich dann oft fragt, weiß nicht, ob das in Österreich ist, ich höre es in Deutschland von vielen Beispielen, dass dann oft Kinder auch schon von Eltern getrennt werden, wo es gar nicht so begründet ist, weil sie einfach Geld kriegen, diese Heime dafür. Umso mehr Kinder, umso mehr Subventionen sind dann angesagt. Das wären auch so spannende Fragen, was wir vielleicht noch vielleicht klären könnten. Natürlich in deinem Punkt natürlich nicht, da greift es nicht. Oder eventuell, keine Ahnung, da wirst du auch zu wenig wissen. Da bist du zu wenig Rechtsanwalt Abrechnungsmäßig, oder. ja. Ich weiß nur, dass wir 15 Kinder waren. Und das ist eine Menge, gell? Und, aber wie die Ja, Abrechnungsmethoden da so gewesen kleinere sind. Schulklasse würde ich halt sagen. Ja. Ja, und ich weiß auch nicht. Es hat dann Erfahrung gehandelt, und es ist eine Nichterfahrung gewesen, damit wir das abgestellt hätten. Natürlich waren wir zu, wie sage ich das jetzt am besten, wir waren zu niedergedrückt, um das wirklich selbstständig in die Hand zu nehmen. Ich möchte noch einen Satz dazu sagen. Als ich zur Volksschule ging, schon in Rottenmann, hatten wir einen Kinderdorfwechsel, Elternwechsel. Warum, fragt man sich? Weil diese Eltern, was wir vorher hatten, uns Kinder recht geschlagen haben. Es wurde irgendwie in der Schule von einer Mitschwester, sage ich jetzt einmal, erwähnt, der besten Freundin gegenüber, und diese beste Freundin ging nach Hause, sagte: Du Mutti, Silvia hat mir das und das erzählt. Und die einzige richtige Entscheidung, was diese Mutti eben von durch die Silvia ausgerichtet gemacht hat, sie hat die Anzeige erstattet. Daraufhin war sofort der Arzt da, daraufhin war sofort die Polizei da. Einen Tag später waren schon die neuen Eltern da. Unvorbereitet, in keinster Weise vorbereitet. Wie soll das gehen? Heute bin ich noch eine Mutter von zwei Kindern, und plötzlich habe ich 15, oder? Plötzlich muss ich darüber, beziehungsweise ist das jetzt meine neue Sache, um die ich mich kümmern soll. Also total unvorbereitet. Und Toni, der was bereits in der Lehre war und auf Urlaub bei uns zu Hause war, sagte: Wer kommt neu? Dann irgendjemand wusste den Namen schon. Für mich war er überhaupt neu, der Name. Und er schrie über die Wiese hinüber, wo ihr Privathaus stand: Und ihr seid noch viel schlimmer als die, was jetzt gerade weggegangen sind. Ich konnte das nicht verstehen. Das ist ein Empfang. Ich konnte das nicht verstehen, was er damit gemeint hat. Erst als gewisse Sachen passierten, dann wusste ich, was er gemeint hat. Und es war auch wirklich so, wie er gesagt hat. Also das ist unvorbereitet, eigene Kinder, immer die Bevorzugungen, immer die Dresche, nie irgendein gutes Wort. Und zu denen sollst du noch sagen: Lieber Vati, alles Gute zum Vatertag oder zum Aufs Vater Muttertag. Na ja, gesagt. klar, Vati und Mutti. Und dann sollst du zu denen aufrecht schauen. Und
irgendwie Fragen schaust du an und denkst dir, ja, was frage ich jetzt? Die kriege ja sowieso immer eine Scheißantwort, oder? Wie kann ich jetzt was fragen, so was Wichtiges? Darum sind wir für Kleinkinder immer so introvertiert rübergekommen. Ich habe es eh am Anfang auch erwähnt, dass sie auch schon die Kinder, was in Heimen sind, so schüchtern sind, dass man da richtig hart dran wirken muss, um sie aus der Ressort zu bringen, herauszulocken. Ja. Das geht haben wir da gerade im Hintergrund was gehört? Ja, ja. Okay, bitte. Ich kann mich entsinnen, auch mal mehr rassistisch gewesen zu sein. Das ist ja schon fast Rassismus, was man da jetzt hört. Und seit ich in einem Traum exportiert wurde als Seele in einen Vogelkörper, als Vogel drei Nester habe bauen können, zwei gingen im Ring nieder und ich dann geweint habe als Seele, wie ich die drei Küken von einem fremden Vogelpaar sehe, weil sie drei Ichis aus meinem Nest sind, hat sich das erübrigt, dass ich so denke. Also mein Beileid überkommt, schreiben Sie doch mal einen netten Brief und ob denn die heute noch so agieren wird. Ne? Ja, man, Rassismus kann man nicht sagen. Das ist halt einfach eine psychopathische Wesensart, was man in den Tag legt, eine menschenfeindliche Art. Egoistisch, ja, ich meine, es ging ja nicht um ein Rassenproblem. Aber ich kann deine Gedanken folgen, Balle, ja. Ja, Günther, jetzt kommen wir schon zum Schluss hin. Vielleicht noch ein kleines Beispiel, ein letztes ja, Beispiel. Eben, gerne, eine Minute ja. Noch. Mhm. Ja, ich ging auf den Berg seinerzeit und ja, ich war sehr glücklich, weil ich einfach diesen ganzen Chaos aus dem Weg ging. Und es gibt auch kleine Freuden. Ich ging damals, ich war so 14, 15 Jahre alt, ging vor die Haustüre, es hatte gerade geregnet, ich schaute beim Fenster raus, es regnet. Ich ging bei der Haustüre raus, vor der Haustüre schien die Sonne und der hinten Haus liegende Regen, wo es wirklich noch geregnet hat, es war genau die Grenzlinie und vor dem Haus hatten wir so einen Dreiecksgarten angelegt und mitten in diesem Dreieck stand ein Birnenbaum, oder beziehungsweise ein Apfelbaum, pardon. Und wie gesagt, es täupfelte nur noch vor der Haustüre und hinten hat es noch gewettert, 10 Meter weiter, das gibt's normal nicht, muss man gesehen haben. Und von diesem Apfelbaum weg ging ein goldener Regenbogen weg. Mhm. Das sind so Momente, die entschädigen uns sehr viel. Das hat mir sehr viel Kraft und sehr viel Schönheit in mein Herz reingeprägt. Und das war wunderschön. Also das sind eigentlich Freuden, die was man beobachten kann. Ich hatte das Glück, aber so schön habe ich noch nie einen Regenbogen gesehen. Und das war auch einer der schönsten Momente, was ich dort erlebt habe. Du hast wirklich die beste Chance immer wahrgenommen, um dich selbst zu heilen, indem du die Kraft der Natur verstanden und genutzt hast. Sehr schön. Die Natur stand plötzlich vor mir und ich konnte gar nicht anders als wie sagen, ja, es ist wunderschön. Ja, dort in der Steiermark bist du ja sehr, sehr weit drinnen in der Natur gewesen, gell? Ja, schon. Ich bin ja auch in der Steiermark aufgewachsen, gar nicht einmal so weit weg, wenn man mal Österreich als kleines Land sieht. Und ich weiß, wie die Gegend da eigentlich ist, wenn man als Kind das schön erleben darf, ja. Okay, haben der Jenne und der Marc noch ein paar schöne abschließende Worte für das Thema, für den Günther mitzugeben? Ja. Ja. Ich möchte mich gern bedanken für den Abend und also finde das sehr gut, auch sich da zu öffnen. Ich weiß, wie schwer das ist, selber über bestimmte Sachen zu sprechen. Und aber ich hoffe, das riecht nach draußen an und dass wir da jetzt ein bisschen weitsichtiger werden, wie wir überhaupt mit uns selber umgehen und auch mit unseren Mitmenschen und Kindern. Und ich denke mal, da hast du, Günther, heute Abend einen großen Teil beigetragen, da also diese Missstände aufzuzeigen und das auch so zu offenlegen. Und ja, wie gesagt, ich kann mich nur noch mal bedanken und ja, das findet auf jeden Fall Anklang und ich denke, jetzt ist auch der genaue richtige Moment, ne, das auch selber umzusetzen und an den guten Sachen, nicht schlechten Sachen festzuhalten. Und ja, danke nochmal. Mich auch. Ach, warte, jetzt kannst du. Ich bedanke mich auch recht herzlich für diese Worte. Dankeschön. Natürlich ist das sehr, sehr viele Jahre schon zurück
und man kann die Uhrzeit sowieso nicht zurückdrehen. Dennoch ist es sehr wichtig, Umstände, auch wenn sie schon länger zurück sind, zu verfolgen, zu offenbaren, genauso auch in der jetzigen Zeit. Ich denke, es gibt auch in unserer jetzigen Zeit in solchen Häusern eventuell genauso gleiche Umstände, die was wir gar nicht mitbekommen. Dennoch wünsche ich allen Beteiligten, dass sie sowas nicht erleben sollen, dass sie mit Liebe und mit Güte großgezogen werden. Und das ist der größte Wunsch eigentlich durch diese Sendung. Das sollte selbstverständlich sein, dass alle, die was in diese Situation kommen und weggehen und von getrennt werden von der Familie in solchen Häusern, groß werden, die Möglichkeit bekommen, sich zu entwickeln, und das alles mit Liebe, nicht mit Hass. Danke. Ja, okay, und Waldo? Ja, also ich finde es fantastisch, wie Sie das dargelegt haben heute, wie es da zuging und auch ich meine Anteilnahme, also dann geäußert habe mit meiner Geschichte, hoffe ich natürlich auch, dass wir weitergehen in die positive Richtung mit der Liebe eben. Und das Vogelleben will ich euch in Erinnerung rufen und habe noch eine Geschichte vom Froschteich. Da war ich dann und konnte entkörpern. Und dann sagte mir die stehende Luftbewohnerei um diesen Froschteich: Meinst du wirklich, dass das dein Platz ist? Und dann habe ich mit dem Froschvorstand und mit den Seelen, die dort weiden, eine Debatte geführt über 3 Durchgänge. Und dann sagten sie, so soll es sein. Unter diesen 2 Bedingungen behalte deinen Platz. Rede nicht alles an, jedes Thema, und gedenke er nicht mal daran. Also, und dann ist es mein Platz, nicht so laut und nicht jeden Mist andenken. Und dann durfte ich dort wieder kommen und vergehen, und dann kam mein leiblicher Vater und hat mich wieder eingesammelt irgendwann. Schon so 10 solche Erfahrungen habe ich schon hinter mir, du. Hast du noch was dort hinzuzufügen zum Walle, Günther? Leider nein. Ja, also da hat der Günther gar nichts mehr hinzuzufügen, da stimmt er voll und ganz zu. Okay, so beenden wir heute diese sehr wichtige Sendung, wie ich auch finde. Ja, danke nochmal, Günther, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich bedanke mich auch, dass ich da sein durfte. Danke an alle, welche an der Sendung dabei waren. Danke. Und ja, genau. Und von Klaus darf ich euch auch noch schöne Grüße ausrichten. Der ist jetzt gerade für Okitalk ein bisschen unterwegs und freut sich auch schon wieder auf die morgige Sendung, was wir dann haben. Da bin ich auch wieder mit der Sendung dabei. Da haben wir den Jesse Maaßen eingeladen. Der Jesse Maaßen, der möchte uns gerne unter den Titel »Ist die Welt noch zu retten?« mitteilen, wie so im politischen, gesellschaftlichen, allgemeinen System gerade schief läuft und ob er da vielleicht auch noch was dafür oder dagegen machen kann. Also morgen bitte um 20 Uhr seid live dabei. Jesse Maaßen ist ein hochinteressanter Mensch, einer der interessantesten Menschen, was mir so generell über den Weg gelaufen sind. Doch dazu werde ich dann morgen vielleicht noch am Anfang mehr erzählen. Und am Montag ist der Klaus dann mit der Sendung wieder dabei, mit der Daniela Seinitzer. Da geht's dann um Ich und G-Mediterranen Botschaften, ja. Und soweit bedanken wir uns jetzt für die rege Beteiligung heute wieder. Ich hoffe, euch hat die Sendung gut gefallen mit mir. Ja, dann zum Schluss kommen wir jetzt zu den Abschlussständchen, was der Günther mitgebracht hat. Und das ist der Hans Moser mit Sperrstundis.
Was soll? Bitte schön, Gepäck eins. Es ist schon spät, was? Und somit, ihr lieben Mumble-Freunde, Okitok-Fans, gute Nacht, schlaft's gut. Jetzt steigen wir in das laufende Archivprogramm rein. Aus irgendeinem Fundus von unseren über 4000 Sendungen wird euch jetzt diese Nacht begleiten. Baba, bis morgen wieder. Tschüss. Radio.